Läuft mal. Oh, es läuft mal. Wie ist der Ton? Für mich ist gut. Exquisit. Wie viel? Exquisit. Exquisit heute, sehr gut. Wie ist das Bild? Formidabel. Ah, oh, schön. Und schau mal, wie blau es beim Jan ist. Sensational. Also, dann legen wir los. Bam! Feel Good Podcast. Ich weiß gar nicht, wie viel die, aber es ist Weihnachts-Edition. Kommt am 25. Dezember raus. So schnell? Ja, ja. Also so schnell. Wir müssen natürlich dazu sagen, das wird voraufgenommen. Es ist jetzt nicht der 25.12., sondern es ist der, wie viel die haben wir heute? 23.12.2017. Doch, es ist 2017, Donald Trump ist gerade gewählt worden. Seit einem Jahr ja. Präsident. Man fragt sich, wie lange es noch geht. Ja. Aber sonst, was ist so die, was ist, hast du ein Jahr, wo du findest, das ist super Bombe gesehen und eins, wo du findest, das ist super Scheiße gesehen? Bist du so ein Jahresrechner? Ja, das beste Jahr in meinem Leben war bis jetzt 2008 gewesen. 2008? Ja, da bin ich 14 gewesen, 13. Es ist jetzt schon alles noch voll gut gewesen eigentlich. Hast du dort schon das Gefühl gehabt, es ist das beste Jahr? Ja, 2010 habe ich sicher schon gewusst, ja, das wird es nicht mehr geben. So. Wirklich? Ja, einfach so der Sommer 2008. So. Ja, das ganze Jahr, jetzt ist alles so unbeschwert. Und ja, es hat so, wir sind immer am gleichen Ort gewesen, du hast nirgendwo hingehen, kein Telefon hast gebraucht, nichts. Du bist einfach immer am Chillen gewesen, eigentlich die ganze Sommerferien entlang. Wie alt bist du gesehen? 13? 13, 14, ja. Okay, was hast du gemacht mit 13, 14, um zu chillen? Ja, eben dort sind so die Anfänge gewesen. Anfänge Zeiten, wo du angefangen hast, kiffen schon. Wirklich? Ja. Hast du so viel aufgekiffen? Ja, ausprobiert sicher. Von 14, 15. Ja, und auch so die, also 15 bin ich gsi. Das sind so die ganzen, so Pesca Fritz gekauft. Eigentlich bist du 23 gesehen, aber... 2008? Nein, das noch nicht. Nein, aber schon so, einfach so, wir sind über mir gewesen quasi. Ja, und ist, kein Handy gehabt? Doch schon. Aber nicht gebraucht. Ja, und Mikrobudget 077 Dings, wo hast du es aufladen und so. Vor allem, was hat der SMS gekostet? 20 Rappen oder was? Ich habe mal einen Deal gehabt, da ist 23 Rappen gesehen. Ja, das kommt jetzt schon ins Geld. Ja. Das hättest du immer müssen behalten, auch irgendwie Insta-Messages und so, müsstest du eigentlich, weißt du, ein Mini-Betrag, dass man nicht einfach wahllos in DMs reinslidet. Oder auch Schellen, früher so, hast du immer standardmäßig. Ich lade schnell eine Schelle, nimm nicht ab, quasi. Mein Vater hat es. Du musst mir zurückrufen, sonst geht es nicht. Mein Vater hat mega lang gebraucht, bis er das checkt. Jan Kalin, schön bist du. Freut mich, danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Zuerst einmal, was machst du eigentlich in deinem Leben? Das frage ich mich manchmal auch. Also, ich kann grundsätzlich mache ich Comedy. Seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Ja. Also aber nur als Hobby natürlich. Ja, aber so habe ich dich kennengelernt. Ja, genau. Ich glaube, seit März 2020 ist für alle ein Hobby. Das ist so. Ich habe noch nie Geld verdient mit dem. Also, ein bisschen mehr zum Mikrofon. Nicht mehr zum Mikrofon. Ja. So. Geld habe ich noch nie viel verdient mit dem. nur wenn ich es geklaut habe im Backstage. Nein. Aber sonst eigentlich mache ich Service im Restaurant. Ich habe eine Servicelehre gemacht. Restaurationsfachmann. Und dann habe ich jetzt schon verschiedene Stationen immer gemacht. Also ich war in Bern, in Flims, in Zürich jetzt seit ein paar Jahren. Und ja, jetzt seit ein paar Monaten arbeite ich mit einem Kollegen zusammen im Kiosk. Wir haben so einen kleinen Kiosk. So ein Tante-Emas-Laden. Einfach für Jugendliche oder vor Jugendlichen quasi. Und ja, jetzt arbeiten wir dort. Und es ist auch eine schwierige Zeit halt mit Corona, aber wir machen das Beste daraus.
ganz ehrlich, du hast auf der Bühne, hast du aber noch nicht erzählt, aber wir haben einen Auftritt gehabt im Sommer im Long Street. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, wir sind irgendwie einfach draußen gesessen, ganz entspannt, etwas getrunken, ein bisschen gelabert und so. Und du sagst so aus dem Nichts, ich arbeite in einem Kiosk. Und ich sage, ah, okay, cool, eben so Tante Emma laden. Und dann hat alle die Geschichten, die du erzählt hast, mir jetzt fast verblosen. Yeah. Aber du willst nicht auf der Bühne erzählen? Ja, ich weiß es nicht. Es ist so auch vom Restaurant, ich kann wie nicht vom Beruf quasi, also vom Job. Es gibt sicher viele lustige Sachen im Restaurant oder im Kiosk. Aber so, das bringe ich wie nicht zusammen irgendwie. Aber ich hätte schon, eben, keine Ahnung, Anfangsmonat, das ist so meine Lieblingsgeschichte, wenn so Anfangsmonat der Lohn oder Ende Monat der Lohn ist gekommen, oder? Und dann kommen alle so mit grossen Noten und zahlen. So, was nimmst du noch? Ja, komm, ich zahle. Ist gut, okay. Nachher 30 Franken irgendetwas, machst du 35, ist gut, weißt du. Nachher kommt so Mitte Monat oder was auch immer so, kommt er so mit einem Münzpäckchen so, es sind genau 8 Franken 80, 10er und 20 Grappler. Und nachher so, da fehlen nur 50 Grappler. Und so, ich bring's nächstes Mal, ist gut. Okay, bring's nachher. Aber das sind so Sachen, was. Aber ich kenne es von mir selber auch, die gleiche Kopfkassierin hat die gleiche Geschichte mit mir wahrscheinlich. Ja, logisch. aber sie, eben, das Geilste ist ja, dass es dann nicht einmal stimmt. Es ja, genau. Ist genau 8,50. Und so warme Münzen in der Hand. Das stimmt es nicht einmal. Voll. Aber es ist lustig. Es ist immer etwas. Es wird ja nicht langweilig. Und du fühlst dich gut. Du fühlst dich schnell mal besser, wenn es so ist. Das ist immer hast du es. Eben, hast du das Gefühl, du kannst es nicht auf der Bühne erzählen, weil es einfach Geschichten sind und uns nicht, wie will ich sagen, wenn du Stand-up machst, das, was ich bis jetzt von dir gesehen habe, sind viel konzeptionelle Sachen. Also weißt du, es ist irgendwie etwas, wo du dir ausdenkst, im Sinn von, ich behaupte jetzt mal das und das und danach probierst du irgendwie irgendwo zusammenzubringen, so genau. Quasi, ja. Und eben, ihr erzählt zum Beispiel mega viele Geschichten auf der Bühne. Und darum denke ich, so Zeugs, also würde ich absolut brillen verlachen. Ja, ich verstehe es, ja. Aber eben, ich bin so. Dann hast du so wie den Anspruch. Also, es ist zu wenig lustig, finde ich. Ja. Aber es ist mega lustig, aber du hast das so verkopfen in dir rein und dann denke ich so, es ist gar nicht lustig quasi. Und ich tue wirklich ziemlich viel ausdenken in dem Sinn. Also, der Grundstein ist immer ein Gedanke oder ein realer Moment, der passiert ist. Und nachher dann ich dann dazu dichten. Also wirklich übertreiben auch. Und vielleicht ist es zu privat manchmal. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Aber eben, du hast ja viel so. Also wirklich passierende Geschichten in dem Sinn. Also ich ja auch, aber. Ja. Das sind wirklich so Sachen. So, dir passieren viele lustige Sachen. Mir so. Mir wenig. Dir passieren auch lustige Sachen. Ja. Also eben auch Service, ich meine, ich habe nicht lange im Service geschafft, aber es passieren genug Sachen und es ist natürlich, man muss dann aufpassen, im Deutschen habe ich das schon oft gemerkt, wie da wird einfach möglichst noch der Beruf gesucht, wo noch niemand auf die Bühne gebracht hat und die Figur gesucht, die es irgendwie noch nicht gibt und dann probiert man aus dem auch noch etwas zu machen. Ja. Also du hast schon alles gehabt, der Polizist, der auspackt, du hast gehabt, stimmt. Frag mich nicht, Reiseführer, also du hast eigentlich, irgendwann hast du jeden Job irgendwann schon mal behandelt. Oder? Und ich meine gar nicht dann, dass man ein Programm nur über das macht, oder? Irgendwie nicht. Ja, das wird dann schon einseitig, ja. Irgendwie nicht Jan Kellin, was möchten Sie gerne? Ja, genau. Service bitte. Ja, genau. Ist gut gewesen. Wie. Garçon. Garçon, genau. Hallo. Garçon ist noch gut. Das ist auch noch gut. Leider gibt es das nicht als. Wie würde man das nennen? Das kannst du nicht auf ein Plakat sagen. Schnips. So ja. Ständig. Nein, das beste Wort für Kellner so, habe ich mal gehört, Tischknecht. Also hat mir niemand gesagt, aber okay. Tischknecht. Ich würde lieber Fräulein genannt werden als Tischknecht. Ist nie jemand im Restaurant gesessen und gesagt, Tischknecht. Aber es wäre ruhig, oder? Ich hätte es lustig gefunden. Kommen Sie bitte da an, Herr Tischknecht. Wir möchten gerne etwas bestellen. Aber ich habe mal einen gehabt, der hat mich wie nennt das fucking Ding? Armgelenk. Am Armgelenk gepackt, wo ich wollte, den Wein einschenken. Ja, okay, das hat er mich gepackt. Er hat mich so gehabt und gesagt,
wir machen das selber. Ja, das ist aber der Stolz. Oder? Eben, stört mich nicht, Kollege. Ja, alles okay. Das schon. Da habe ich weniger zu tun. Ja, ja, das ist schon. Und ja, ja. Amis, also weißt, ich habe in Zermatt habe ich Kellnerin. Amis haben immer brutal Trinkgeld gegeben. Weil die haben natürlich die gleiche Rechnung gemacht wie bei ihnen. Ja. Irgendwie, ja, der hat uns gefallen, da gehen wir 25%. Voll, ja, das ist... Dann bist du richtig geballen. Ja, das ist schon so. Du, Trinkgeld macht sicher viel aus, wenn du guten Service hast. Und ich habe auch immer in guten Häusern geschafft. Ja. Also in Bern habe ich im Bellevue Palace geschafft, gerade am Bundeshaus. Ja, ja, ja. Und dort hast du natürlich viele spannende Sachen, wo du erlebst eben viele Politiker, die kommen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, der chinesische Präsident war dort. Wirklich? Ja, und dem seiner Frau habe ich das Essen serviert. Ja. Es ist so ein Staatsbankett und jeder hat nur einen Teller getragen und so. Und dann haben wir 2 Stunden geübt, wie du laufst und gleichzeitig, weisst du, auch wirklich eine Inszenierung vom Staatsbankett. Und dann, jemand muss dann noch mit den Hacken so zusammenschlagen, zuerst so klack, dann wird es geklüpft. Ja. Es ist wirklich fast so in dem Stil. Ja. Und Bundesrat Verse war Präsident damals. Und der chinesische Präsident, das sind so die 2 Hauptpersonen gewesen, und ich hatte so die drittwichtigste Person quasi. Oh, immerhin, die Chefin. Ich konnte ihr das Essen ausheben und einheben. Quasi. Aber dort kannst du kein Trinkgeld machen. Das ist ja dann eine geschlossene Veranstaltung. Das stimmt, ja, das zahlt dann. Das zahlt dann mir. Und was hast du gesehen? Flims, ein Waldhotel? Ja, Waldhaus Flims, genau. Das Waldhaus? Ja, das ist so ein Park, Hotelpark mit 3 verschiedenen Häusern. Yeah. Riesig, unterirdisch, alles verbunden. Und dort habe ich Saisons gemacht. 2 Winter, 2 Sommer. Das ist auch spannend. Das war meine erste Stelle nach der Lehre. Ah, die erste sogar? Ja. Und eben, das schaffst du halt schon viel ohne frei. In der Weihnachtszeit so. Keine Chance, dass du irgendwann frei hast. Wieso schaffst du dann auch? Du musst dann am Morgen, Mittag und so, gell? Ja, du schaffst am Morgen vom 7. Uhr, 8. Uhr bis am Mittag, 12 Uhr. Ja, Zimmerstunde. Genau, Zimmerstunde. Und am Abend wieder bis um 11 Uhr. Und, das ist natürlich das Geile gewesen. So matt. Ich meine, das Restaurant ist sowieso erst irgendwie um 6 Uhr aufgegangen, zu oben. Ja. Es hat keinen Mittagsbetrieb gehabt. Und um 5 Uhr hat es Essen gegeben für die Mitarbeiter. Da habe ich geschaut, dass ich knapp 5 Uhr dort bin. Ja, ja, voll, ja klar. Und am Ausgang sind. Eben. Und gut, hast du dann geschafft bis 2, manchmal 3 oder was weiß ich. Aber dann bist du trotzdem noch raus. Ja, klar. Und dann kriegst du einen richtig üblen Rhythmus. Dass du eigentlich, es ist schon hell, wenn du heimläufst. Und dann pennst du irgendwie so von 8 Uhr am Morgen bis irgendwie so um 4 Uhr am Nachmittag. Kannst knapp duschen, eben, dann bist du wieder zum Essen. Bist du im Stress, dann schaffst du die ganze Zeit. So, also du hast halt einfach einen völlig anderen Rhythmus. Aber wenn du dann eben noch Morgenschichten hast. Ja, Zimmerstunde haben wir schon angelegen. So. Ja. Du bist so 2-3 Stunden daheim und dann schlafst du in der Uniform quasi. du legst schon die frische Uniform an und gehst dann so an und liegen. So. Ohne dass es quasi gross zerknittert oder so, weißt du? Ich habe mal gehört, vielleicht kann das der Christoph bestätigen, in Badwanne liegen sei perfekt, dass nicht knittert. Vor allem Anzug und so. Hast du das auch mal gehört? Also ich habe mal gehört, man sollte den Anzug im Badzimmer aufhängen und dann so Dampf machen, dann glätten. So habe ich jahrelang alles glättet. Nicht nur den Anzug, sondern jedes T-Shirt, jetzt wieder mal gesehen, habe ich aufgehört damit. Sehr umweltfreundlich auch, aber wir haben das auch so gemacht. Ja. Nein, eben, ich habe schon dazu geduscht. Ah ja, das habe ich nicht gemacht. Nein, das duschen und musst müssen schlafen. Zwei Stunden lang auf die Dusche, hallo. Nur damit es ein bisschen dampft. Ja, es ist so, das haben wir wirklich. Nein, aber in die Badwanne liegen sind eben gut, dass es nicht verrumpfelt. Mit den Kleidern in die Badwanne liegen? Ja. Okay, da kannst du auch sagen. Ja, logisch. Okay. Okay, also du bist von Flims nachher auf Bern. Genau, ja. Und dann bin ich dort zu Bern gewesen, 2 Jahre. Ja. Und das Flims, ich bin nie ein Militär, das ist Saison, ist dort Militär genug gewesen, eigentlich, so Saisonbetrieb im Flims. Das ja, wirklich, ja, hast wirklich viel gelernt auch und Disziplin in dem Sinn, in einem anderen Sinn als Militär. Und dann bin ich auf Bern und dort ist dann nochmal eine Stufe höher gewesen, eben mit dem ganzen Bundeshotel, wo eben logisch. Das Ganze ist. Und das war mega spannend gewesen. Und dann bin ich jetzt hier auf Zürich gekommen, auch schon wieder 3-4 Jahre her eigentlich. Und dann habe ich im Hotel Atlantis geschafft, das ist auch Konkurs gegangen, wie so. Das Waldhaus auch, also Konkurs, sie haben geschlossen. Okay. Im Atlantis Hotel.
Und jetzt habe ich nachher im Ednerlack mitgemacht. Ja. Neueröffnung jetzt vor kurzem, ja, vor einem halben Jahr etwa. Und in diesem Programm konnte ich auf Frankreich gehen, in ein Partnerhotel. Ohne Französisch konnte ich 3 Monate dort sein, als Service. Jetzt während Covid? Kurz vorher, also im September bis Dezember. Letztes Jahr bin ich dort gewesen, glaube ich. Wo in Frankreich? Bordeaux. Im Saint-Estèphe. Ist das im Weingebiet, zwischen allen Reben, in einem riesigen, schönen Hotel, wo es mal ein Familienhaus war und 14 Zimmer hat und so. Und mega, mega spannend gewesen, aber schön. Ja, aber schwierig ohne Französisch, gell? Ja, definitiv. Und Französisch. Aber das hast du trotzdem schon mal können entdecken. So. Ja, voll. Ja. Das ist wirklich cool. Aber Englisch kannst du? Oui. Weil das, aber das ist das, was immer an Gastronomie, also weißt du, ob du jetzt kochst oder Service machst oder was weiß ich, habe ich immer Bock gehabt, habe ich so gedacht, wenn schon, dann müsstest du eben quasi rund um die Welt, dann müsstest du ja alles anschauen. Das habe ich überhaupt gedacht, dass das so mein Ding ist, quasi umreisen, eben viele Länder gesehen und ich bin dann nach der Ausbildung, bevor ich auf Flims bin ich auf Südafrika, gehe Englisch-Dings machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ich bin gerne daheim eigentlich. So, habe ich nachdem irgendwie gemerkt, dass es gar nicht so ist, wie ich gedacht habe. Also, dass es nicht mein Ding ist. Ja. Voll. Und lustig. Spannend, ja. Ich habe gedacht, das ist voll. Kreuzfahrtschiff, verschiedene Dings und so. Aber daheim ist schon auch gut. Das ist aber im Comedy-Bereich, also vor allem natürlich von den Deutschen, hörst du es viel. Da kannst du ja wochenlang Kreuzfahrten spielen. Ja, das glaube ich schon. AIDA ist natürlich super erfolgreich. Also alles pre-Covid. Super erfolgreich gesehen. Und es gibt aber noch so ein paar andere. Und du als Komiker bist dann vielleicht 2-mal am Auftreten. Weil die haben ja für jeden oben ein anderes Programm. Irgendwie am einen oben kommt der Zauberer und das. Ja. Und es ist so lustig. Also, wenn dann wieder alles ein bisschen normaler ist, dann werde ich ja 2-3 Leute im Podcast haben aus Deutschland, die wirklich ihre Erlebnisse können erzählen können. Ja. Aber ich höre, entweder oder, ich höre, es ist das Geilste, du wirst es lieben. Ich gehe jetzt, der eine ist jetzt gegangen für fast 2 Monate. Weil während Covid sie irgendwie so die super safe Fahrten jetzt machen wollen. Und möglichst wenig Leute vor und aufs Schiff lassen, wo dann einfach die Gäste, die werden irgendwie getestet, dann gehen sie drauf und dann sind sie halt einfach wie so 2 Wochen zusammen und danach hast du irgendwie wieder eine Woche allein lassen, mit anderen und keine Ahnung was. Und dann gehen sie aber auch an Land und alles normal. Ja, weißt du, so viel kannst du machen, keine Ahnung. Dann sagt er so, ja, das ist das Geilste, du wirst lieben und dann höre ich von anderen Leuten, die sagen, es ist das Schlimmste ever. Und du bist in einer Kabine. Ja, ich glaube, da kommt es auch darauf an, wie du eingestellt bist auf das wahrscheinlich. Wie, du hast viel nichts zu tun auf dem Kreuzfahrtschiff in dem Sinn. Ja. Oder du bist der Entertainer dann dort und dann bist du einfach am Abend. Und ich meine, wenn du zum Beispiel bei Flims, wenn du von Flims erzählst, wenn du erzählst, wie viel du zu tun hast, dann ist es ja eigentlich fast wurscht, wo du das machst. Das hätte genauso gut in Singapur können sein und hättest genauso wenig mitgekriegt davor. Ne? Aha, so, ja. Okay, aber ja, du bist halt gleich schnell daheim gewesen oder hast du die Sprache nur schon. Und ja. Das ist schon so. Aber was ich gehört habe auf Kreuzfahrtschiff, Service ist schlimmer. Eben die haben keine Zimmerstunde, die arbeiten 7 Tage jeden Tag im Service, was ich so gehört habe. Und da habe ich auch darauf verzichtet. Dann Du musst auch noch den Schlag kommen mit dem Seegang. Das glaube ich, das könnte ich zwar, aber es ist sehr heftig und verdienst halt nicht so viel. Und auch dort kein Trinkgeld? Ja, doch, dort hast du Trinkgeld, du hast immer deine fixen Gäste. Wenn du als Kreuzfahrtgast bist, hast du immer den gleichen Kellner wochenlang. Wenn du immer ins gleiche Restaurant gehst, du hast ja 3-4 verschiedene Restaurants dort auf der Fische. Ja, okay. Es gibt ja die All-Inclusive. Trotzdem kannst du dort schon draufschreiben, aber wahrscheinlich ist es nicht so lukrativ wie anderswo. Also, und jetzt machst du Kiosk und schaffst du noch nicht mit dem Service? Nein. Auf den Kiosk? Genau. Absolut. Okay. Und dort haben wir jetzt Kurierdienst auch mit den ganzen Dings. Das haben wir jetzt auch noch angefangen. Ja, voll. Was kann man alles kaufen? Wenn du Kurierdienst machst, Kaugummi oder was? Ja, also du kannst
ich schicke dir nachher den Link. Nein, du kannst bei uns wirklich bestellen und dann alle Kioskartikel plus Takeaway Food haben wir mit der Pizzeria zusammen gespannt und so. Weil das musst du, darfst nicht nur den Migros. Der Migros darf das wahrscheinlich nur so, aber wenn du einen Lieferdienst hast, wo unter 60 Minuten was auch immer liefert, musst du auch Snacks anbieten, in dem sind Pizzas oder Chicken Nuggets oder was auch immer. Mm. Aber unser Hauptgeschäft ist Zigaretten und Getränke. Ja, das ist mit Charlie letztes Mal davor gehabt. Also euer Hauptgeschäft ist Tabak und Alken im Jahr. Ja. Und in Südafrika ist während dem Lockdown ist Verkaufsverbot gesehen von Tabak und Alkohol. Was? Ja, das kannst du gar nicht vorstellen. Ich denke. Nein, ja, dann wäre die Business auch am Arsch. Ja, die haben ja schon ihre Zigaretten verkauft, was sind irgendwie. Ja, das haben wir dann eben gesagt. Also, weißt, der Schwarzhandel ist dann natürlich das am Boomen gesehen, was ja eigentlich gar nicht sinnvoll ist. So. Mhm. Ja, es macht wirklich keinen Sinn in dem Sinne. Ja. Alkohol und Tabak sogar. Mhm. Ja, eben. Also, dann machst du da und wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt auch noch Comedy machst? Wieso haben wir uns logischerweise kennengelernt? Also ja, ich bin noch nie in diesem Kiosk gesehen, leider. Ja, du kommst dann von mir. Ja, logisch. Absolut, ich bringe dir ein paar Fünferli vorbei. Habe ich genug, schon ganze Dings voll. Comedy habe ich eigentlich dann noch vor dem Kiosk gemacht. Das ist letztes Jahr Sommer irgendwann gewesen. Dort bin ich gegen Kontiki das erste Mal. Comedy wollte ich will machen, weil ich habe ein Hobby gesucht, das ich möglichst wenig muss bewegen muss, weil ich nicht so sportlich bin. Nein, und ich war Comedy immer Konsument von Comedy. Also von Deutsch, Emil zum Anfang, ganz klein, yeah. Kassettchen gehört. Und nach Marco Rima übergegangen, und nachher Kai Janar und all die Standardsachen, die ich hatte. Und dann kommt dicke der erste Auftritt. Das ist richtig, du bist schon ein bisschen, wie alt bist du jetzt? 26. Siehst du, ist nicht so viel Unterschied, 6 Jahre. Gut, Emil ist klar, Emil habe ich auch als Kind gelost. Otto habe ich als Kind gelost. Ja. Marco Rima auch, da bin ich vor allem in Teenagerzeit, bin ich ein großer Fan gewesen. Aber Kai Ayana zum Beispiel, das ist jetzt keiner von mir gesehen. Ja, also hast du sie Programm gesehen über die Schweiz? Ja, das top, richtig. Fast verreckt. Ja, voll, das ist mega gut. Dann so einfach, aber also weißt, so simple Sachen, die wir gar nicht überlegen würden, dass das so lustig und, ist. Genau, und es wäre nicht lustig, wenn es mir würde erzählen. Ja, es ist so. Weil es ist so, es ist immer lustiger, wenn jemand... Die Aussenstehende. Genau, jemand, der das von außen beobachtet. Ich meine, darum, in den USA hast du jetzt auch mega erfolgreiche Late-Night-Hosts mit dem John Oliver, der alle Preise gewinnt, und dem Trevor Noah. Ja. John Oliver ist jetzt der Ami-Bürger. Britisch eigentlich, oder was? Ja, hat jetzt Citizenship, aber hat ja trotzdem noch einen mega hörbaren englischen Akzent. Wo so, ich habe das Gefühl, die Leute hören dann auch lieber zu. Was sagt eigentlich jemand anders über ja, uns? Absolut. So, und das ist beim Kayano, ist das bombastisch. Das ist ja mega cool. Und ich glaube, es ist kein Gerücht. Er hat ein Haus bei uns in Einzel, wo ich herkomme. Der hat das mal dort gewohnt, eine Zeit lang. Ich glaube, er wohnt immer noch in der Nähe. Ja, irgendwo so an der Straße. Nein. Nein. <so. lacht> Ja, dort oben wohnt ein paar. Der Roger Federer hat auch einen Wollerau dort. Ist gerade bei uns auch. Ja, ja. So, und Lewis Hamilton, alle sind und dort. Und Dings auch. Wie wird er geheißen? Kimi Räikkönen. Ja, genau, stimmt. Voll. Das ist, ja. Ich weiß gar nicht, wir sind schon schön dort oben, aber ich weiß gar nicht warum. Nein, ja. Aber gut, also Kai Ayana habe ich dagegen geschaut, aber wahrscheinlich ist das so, mein Mittermeier ist so die Kai Ayana. Ja, so. Mittermeier ist zwar auch, eben, ja. der hat auch im Swiss Edition, das habe ich auch immer gut gefunden, dass er das macht. Ja. Und nachher, ich weiß es auch nicht genau, wie es dazugekommen ist. Und dann irgendwann hast du noch auf Englisch schauen? Englisch habe ich erst angefangen zu schauen, als ich selber gemacht habe. Ah, wirklich? Ja, okay. Also, ja, weil es auch zum Konsumieren für mich nicht so flüssig war, wie jetzt eher. Yeah. Aber Englisch habe ich nicht so viel konsumiert. Okay. Und dann sind wir, irgendwann habe ich gedacht, eben ein Hobby und das wird etwas cool. Ich habe schon Theater, ich habe Heidi Musical mitgespielt, in Wallensee-Dings und so. Wirklich? Ja, 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 das war bei Geissenpeter dort. Also, nein! Ja, dort war ich noch jünger, weil ich 12 Jahre alt war.
habe ich dort den Geissenpeter gespielt, ja. Sicher nicht. Ja. Wie lange gibt es das schon, das Walensee-Musical-Ding? Das gibt es dann einfach schon Ewigkeit. Ja, das ist, ich weiß nicht, jetzt spielen sie ja Schön und das Biest und so. Jetzt ja, das drauf. Bin ich aber geschaut. Ah, so. Und zwar der Jan Bühlmann. Der Jan Bühlmann. Jan Oliver heißt er als Musiker. Ja, genau. Und der ist aber auch Schauspieler. Ich glaube, mit dem habe ich das... Also er ist mal 2000 und... Pff. Ich glaube im Fall, das war er, der nachher den grossen Geissenpeter spielt. Aber ich, ah, wirklich? Ja. 2001 oder so. Keine Ahnung, wenn ich dann Mr. Schweiz gesehen. Das wird leider immer noch, leider immer noch so als einziges Stempel-Art-Dingslied. Aber das ist super Musiker und super Schauspieler und eben Musical-Darsteller. Ich glaube, mit dem ist das im Fall gewesen. Und jetzt hat er auch eine Rolle gehabt in etwas, wo natürlich abgesagt ist. Und wir haben ihn bald. Übernächste Folge, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich ihn besuchen. Bin ich zum Walensee, bin das schauen, Schön und das Biest. Was ich nicht gecheckt habe, es gibt eine Disney-Version und es gibt eine Nicht-Disney-Version. Ah, das habe ich auch nicht gewusst. Rechtlich. Aha, vom Dings, okay, krass. Das heisst, du kennst kein einziges Lied, das sie da singen. Aha, jetzt. Ich so, hä? Was sind das alles für Lieder? Außer das, was sie immer in der Werbung gebracht haben. Die Schöne und das Biest. Wie geht das? Irgendwie so. Also, auf jeden Fall hocke ich dort und schaue den Walensee an und die Berge gehen so genau zusammen, so ins Tal hinten. Mhm. Und ich denke so, das ist ja der geilste See auf der Welt und mit dieser Bühne vorne dran. Ich bin völlig geflasht gesehen. Das ist so, das ist wirklich cool. Und es ist auch faszinierend, weil das ist ja immer ausverkauft. Einfach, ich weiß nicht wie viel, 15 Vorstellungen. Ja, fast noch mehr würde ich oder sagen. 20 also, oder 25 oder keine Ahnung was es ist. Dann hast du so eine hohe Tribüne, die sie anbauen. Ja, das ist wirklich. Und für mich ist allein schon zum dort hocken, die Energie. Buddha. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn du eben auf der Bühne stehst. Ja, das, als ich so klein war, also, ich habe das gar nicht richtig realisiert. So in dem Sinn, also weiß ich habe das nicht so wahrgenommen. Für mich ist das so, wow, alles so riesig. Und wir haben den ganzen Sommer lang, hat meine Mutter mich müssen jeden Tag nach der Schule oder was auch immer zur Probe dort anfahren. Yeah. Und fein, hast du auch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, würde ich sagen. Logisch. Und es war sehr intensiv gewesen, die Probezeit. Ja. Wir haben immer müssen dort sein, obwohl wir nur die ersten 5 Minuten oder so auf der Bühne gsi sind. Wir sind dreifach besetzt gsi quasi. Also die Rolle ist drei Jungs. Ja, in jedem Alter. Nein. Also nicht in jedem also, Alter. Also wir haben Kinder, die sind nur 5 Minuten auf der Bühne. Ja. Und es hat 3-mal Geissenpeter gegeben und 3-mal Heidi, wo sich abgewechselt hat mit dem Auftreten nachher. Also meine. Ja, okay. Zum Schutz der Kinder. Ja, quasi. Dass sie nicht zu viel arbeiten, um sie von der Droge fahren zu halten. So klassische Kinder. Wo du hast schon hinter der Bühne gekippt. Nein, das schon nicht. Aber zum so klassische Kinderstar-Problem. ja, ich meine, genau. Aber du kannst es ja. Dich kenne ich, oder seit Best Friends. Ohne Scheiß. Ja, das ist jetzt seit 10 Jahren her. Ich habe das geschaut, das habe ich cool gefunden. Wirklich? Ja, voll. Ich habe das irgendwie gut gefunden. Aber jetzt vor 10 Jahren. Ah ja, gut, dann bist du natürlich perfekte Zielgruppe gesehen. Voll. Du bist perfekte Zielgruppe gesehen. Weil es sind, also es sogar noch meistens ein bisschen jünger, aber es ist so gesehen 10 bis 16, 17, 18. So. Und alle, die über 18 gesehen sind, haben es trotzdem geschaut. Ja, ich will jetzt gerade. Aber sind dann gekommen und haben sie gesagt, Kann ich ein Foto machen für meinen kleinen Bruder? Der schaut das immer. Und ich so, darum kennst du so eine kleine Rolle wie meine. Ja, geil. Du bist der Böse gsi von ihm. Du bist so der. Ja. Ich habe mich hart unwohl gefühlt. Als Böse habe ich mich hart unwohl gefühlt. Schon. Also in der ersten Staffel. Aber dort bin ich wirklich, das ist so zu weit weg von mir, weil ich hatte dort wirklich so eine scheiß Irokese gehabt, musste so einen Nasenring drin haben. Und so. Und, weil ich bin eigentlich für die eine Hauptrolle bin ich natürlich vorsprechen. Du musst ja nicht für irgendwelche Nebenrollen vorsprechen. Ah ja, für den Benny, oder? Richtig, ja. Und das ist ja halt, das ist ja dann, also der Steve, der gespielt hat, super Typ. Und wir haben es so lustig gehabt zusammen. Aber er ist natürlich der schöner gesehen und, was mir der eine Regisseur irgendwann mal gesagt hat, vor allem hat er noch mehr so eine sensible Seite können zeigen, die wichtig ist für die Rolle. Und ich bin einfach
voll hau drauf, bin ich da drin. So, oder? Weil ich dachte, das ist der Rebell. Bla. Und darum haben sie gefunden, der Punk war gut. Mhm. Und der Punk hat es aber auch nur gegeben, weil die Serie hat es ja schon gegeben im Original aus dem Holland. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ja, das hat geheißen Spangas. Und das ist im Fall, dort ist das durch die Decke. In Holland eine Kinderserie, die, ich glaube, die läuft bis heute. Wirklich? Fünfte Generation oder was es jetzt ist. Sie haben 2 oder 3 Kinofilme gemacht. Oh. Und also das ist richtig krass. Die eine Hauptdarstellerin, die ist uns mal besuchen auf dem Set, hat sogar ein bisschen geholfen bei irgendwie Kostüm und so, weil das gleiche Team sogar gesehen ist, wo wir in Amsterdam das gefilmt haben. So adoptiert quasi, genau. Wie so Franchise-Unternehmen quasi. Quasi. Mhm. Und sie ist ohne Scheiß, mit uns sind wir mal in der Stadt mit der. Da hast du keinen Meter können laufen. Und zwar wirklich keinen Meter. Also weißt du, das ist so das Nonplusultra. Mhm. Also es ist so der SpongeBob in 8. Wirklich? Wow, der wäre schon, der würde ich auch das Fetterli machen. Ja, es ist so, oh mein Gott. Und das ist natürlich, dann hast du schon alle Skripts. Du hast ein Produktionsteam, das günstiger ist im Ausland, weil das es ist ein zweischneidiges Schwert, grundsätzlich mit Schweizer Produktionen, vor allem im Fernseh- und Filmbereich. Die Leute sagen immer, wir haben ganz viel Geld aus, das ist eine Frechheit und Gebühren und was weiß ich. Also fährst du auch günstiger produzieren, dann machst du natürlich nicht mehr. In der Schweiz heisst das, ist eine Frechheit, wir in der Schweiz kriegen keine Jobs, dadadada. Also in dem Fall ist so gesehen, Darsteller sind Schweizer gesehen, ein paar von der Regie sind Schweizer gesehen, das Produktionsteam an sich ist auch ein bisschen Schweizer, ein bisschen Holländer gesehen. Aber vor Ort hast du natürlich holländische Kameramänner gehabt, holländische Make-up-Leute, holländische Kostüm-Leute. Und eben, was vorhin viel günstiger war, du hast das nicht alles müssen schreiben. Du hast es alles übersetzen. Ja. Die ganze Geschichte schon gehabt. Ein kleines Problem ist aber gesehen, was ich dann auch erst nach weiß nicht wie vielen Jahren erfahren habe, im Original haben sie nur so Outlines gehabt. Im Sinn von, man weiß plus minus, wo die Geschichte hingeht. Mhm. Die zwei haben Streit und die zwei kommen gerade wieder zusammen und dort gibt es ein Problem wegen dem Vater und der Sohn stiehlt und was so. Mhm. Ja. Und es ist klar gewesen, für das braucht es so eine Szene, für das braucht es so eine Szene. Es hat aber kein Skript gegeben, wo Wort für Wort alles schon geschrieben war. Das heisst, du hast wirklich die Kids machen lassen im Sinne von... Wirklich? Also die Szene ist folgendermaßen: Du musst jetzt ihn davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sie zu erpressen oder was auch immer. Halt so wegen des Neuni. mit der Knarre. wo eigentlich eine Gaspistole ist. Oder irgend sowas. Und dann haben sie das, ja, dann haben sie das so improvisiert. Dann ist es einfach so gesehen, hey, komm, das ist eine gute Idee. Und dann so, nein, voll nicht. Und so. Und dann hat der Regisseur können sagen, okay, der Teil, das hat schon mal gut angefangen, dort musst du noch ein bisschen hassiger werden. So. Und dann haben sie halt ihre Worte gebraucht. Das und, ist cool. Und bei uns ist dann halt wirklich so gesehen, einerseits haben sie die Texte dann auch übersetzen. Und andererseits, wie so oft irgendjemand, fragt mich nicht, keine Ahnung, Silvia, 55, ja. aus Zweisimmen hat das übersetzt. Ja, weißt du, wie man? Ja, dann hat weil es ist so gesehen. Einmal hatte ich mir das, Achtung, wirklich wahr. Achtung, Christoph, jetzt musst du dich festheben. Einmal war mein Satz gesehen, hör auf mit dem Gebrabbel, du Schwabbel. Das ist holländisch 1-2 übersetzt quasi. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist das nicht einmal übersetzt worden. Genau, eben das habe ich gemeint. Das ist der original holländische Satz. Schwabbel, du Schwabbel. Gute Woche. Und das ist halt auch der, weil ja, wir haben schon knapp nicht im Jugendspruch können. Das sind 17 bis 23 gesehen, die Schauspieler. Schon, das ist dann schon so. Also ich bin zweitälteste oder älteste gesehen. Etwas, also schon recht eher oben, ja. Aber ich habe ja zum Glück so ein jugendliches Gesicht. Ja. Und wieso lachen die? Ich weiß, wegen dem Bartwuchs. Ah, ja. Ich habe ein jugendliches Gesicht mit dem Bartwuchs. Ja, du eh. Es gibt ein paar von euch, ich finde das doch geil. Was, jugendlich? Ja, der Philipp Wiederkehr hat irgendeinen Joke auf der Bühne. Ja, mit dem Pizzarand. Wo er sagt, er hat irgendwie, dort hat er noch ausgesehen wie 15.
Und dann hat er nachher geschrieben und gesagt, sag doch, wie jetzt immer noch. Ja, er hat irgendwie mit dem Pizzarand Kruste in so etwas hat er. Und gerade vor kurzem ist der Christoph Fritz ausgestrahlt worden von Stand Up. Der Christoph ist, der ist wirklich brutal. Ich habe das Glück so. Und der ist aber auch wirklich noch brutal. Also der ist wirklich, der ist gleich alt wie du. Yeah? Ja, das würde ich sagen. Voll. Das ist so der, der ist krass und auch die Art von der Witz, so nichts so Einfaches zum Teil, also wirklich so, wow, bringst du das gerade jetzt? Es ist halt wirklich, also die Österreicher haben natürlich eine andere Schmerzgrenze und darum haut es dort rein, aber ja, Christoph Fritz wird auch mal im Podcast sein, wenn wieder alles normal ist, sehr empfehlenswert. Ja. Das ist top. Ich kann mit ihm eine Woche lang, nein, das ist sogar mehr Wochen, was ist das dort? Ja, ich glaube 7 Tage, 8 Tage, irgendwie so. Quatsch Comedy Club gibt es so eine Feiertagsrutsche, nennen sie es. Dann spielst du vom 25. Dezember, ja doch, 7 Tage. 25. Dezember bis mit 31. Dezember. Mhm. 9 Shows in 7 Tagen. Und er ist bucht gesehen als Newcomer. Das ist der kürzeste Spot. Ja. Da spielst du nur 10 Minuten, die anderen spielen 15 oder 20. Und also ich habe auch mal gemacht, den Spot, und habe danach mit der Bahn gespielt. Und bei ihm ist so, so wie unnötig gesehen, dass man das überhaupt einen Newcomer-Spot nennt. Der hat fast mehr abgerissen als alle anderen an diesen Shows. Okay, der ist so gut und der steht er so, der immer so nur, bewegt sich kaum. Nein, oder? Bewegt sich nicht. Ach, ich habe ihn gefragt und gesagt, bewegst du dich nie auf der Bühne? Und er sagt, doch im Solo, ich habe ein Solo. Und ich sage, ja, klar. Da habe ich noch eine Gitarre, da laufe ich einmal zur Gitarre und wieder zurück. Und das, wer ist der Privat? Der ist auch so. Ist er so? Das ist crazy. Also er ist ein mega lustiger Typ, ja. Aber ich habe auch etwa 5 Tage gebraucht, bis ich mal ein Gespräch mit ihm führen konnte, wo länger als 2 Minuten geht. So. Voll, das kann man sehr gut vorstellen. Und zwar auch. Irgendwann habe ich einfach gefunden, es ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt einfach quasi wie aggressiv und mache auf immer, Herr Fritz, komm, jetzt, komm noch an die Bar, wir nehmen noch einen. Und der trinkt nicht einmal. Weißt du, natürlich trinkt er nicht. Ja, nein, der darf jetzt, wenn er den drückt. Und zwar, das. Wirklich, einfach, also, was willst du? Weißt du, irgendwas, weiß ich, Cocktail mit Schirmli und so, und ich so, was nimmst du? Nicht? Ein Wasser? Nein, willst du nicht irgendetwas? Oder so. Ja gut, ein Sprite. Ja genau, so würde ich den genau einschätzen. Genau so ist er. Und dann schlürft er so an seinen Sprite mit einem Röhrli. Weißt du, dass er wirklich aussieht wie 8, oder? Und dann sagt er, hast du schon mal Alkohol getrunken? Und dann so, ja. Und ich so, ja, trinkst du nicht? Oder was passiert, wenn du Alkohol trinkst? Ich habe es nicht gesagt. Und dann so, dann werde ich zum wilden Tier. Ja, das glaube ich. Und wahrscheinlich wird er auch so voll aggressiv. Nein, das ist unglaublich. Das ist so wirklich gut. Das ist jenseits. Der, der so steht, der hockt in seinem Zimmer so und schreibt seine Witze ab. Mhm. Und dann er lacht auch nicht, wenn er schreibt. So, das ist gut, ja. Ja, aber es ist lustig. Er kann dann wirklich mega lachen abzüglich. Ja, schon. Ja, ja, ja. Er hat nur so verschmunzelt lacht er auch. Und so. Das finde ich gut. Ich finde das sehr gut. Aber wirklich, er ist zum Teil so vorzutrochen, auch eben im Privat, dass du gar nicht rauskommst, ob er jetzt einen Witz macht oder nicht. Das glaube ich, ja. Jetzt bist du wie Isabelle Meili, die wohnt ja in Wien. Ja. Dann habe ich einen Auftritt gehabt in Wien, dann hat sie mal einen Kaffee getrunken und sie ist zu oben die Show geschaut. Und nachher war sie so eine komische Show, die es nachher eine Party gegeben hat und was weiß ich. Und, so. Und dann sind alle dort. Und dann sagt sie die ganze Zeit, ah, es ist aber noch eine 90s Party, komm, wir gehen dort hin. Und ich habe ihr gesagt, lass jetzt, wenn ich hier gehe, dann bin ich tot. Dann gehe ich ins Bett, fertig. Weil ich habe irgendwie 1 Stunde gepennt, wo ich auf Wien geflogen bin, habe in Wien die ganze Zeit pennen. Die haben aber einen Termin nach dem anderen gehabt. Das ist so wirklich, weißt du, umgerechnet etwa 5 Franken Lohn. Und sie tun die ab dem Moment, wo du landest, tun sie die wie beanspruchen. Jetzt müssen wir noch dort vorbei und jetzt müssen wir den noch schnell hier präsentieren. Und nicht vergessen, morgen ist noch Brunch. Und bla, weißt du, so, hä? Ich komme eigentlich nur für ein Set. Vor 20 Minuten, so in dem Stil. Und durch das bin ich so arschmiert gesehen. Und ich habe gesagt, hey, eben dann heisst es, Party nach der Show, du musst bleiben, da müssen wir noch Vollgas. Und, so. Yeah. Und ich bin so einer, der nie Nein sagt. Und ich so, okay, und wo schleppst du mich jetzt hin? Und danach habe ich gesagt, eben, ich komme sicher nicht mit. Und sie haben so, nein, das Party, nein, das Party. Das ist so auf 2 Stunden lang. Halbes Jahr später oder so, eben bin ich im Quatsch. Und der Christoph ist irgendwie am Handy. Und dann sagt er, oft aus dem Nichts, willst du mit mir an eine 90s-Party gehen?
Und ich so, was? Willst du mit mir an eine 90s-Party gehen? Und ich so, hä? Und sie, Isabel hat geschrieben, ich soll dich das fragen. Und ich so, okay, alles klar. So ein Insider, er hat so gar nicht gecheckt, um was ja, es geht. Ja, aber weißt, einfach ohne nachzufragen. Sie so, ah, sag mir Grüße und ob er an die 90s-Party will. Und, weißt du, wahrscheinlich sogar auf sie bezogen. Ja. Und er einfach so, willst du mit mir an eine 90s-Party? Ich habe gelassen, was ich gesehen. Und ich habe jetzt so gedacht, ja, ist schon voll das Ding in Österreich, in Wien, die haben 90s-Partys. Ich will Bubble Tea ganz früh. Immer noch voll gut. Also, wir sind ein bisschen abgekommen. Wo sind wir ursprünglich gesehen? Also, Heidi Music. Irgendwann so. Jo, genau, genau. Habe ich noch etwas zu Best Friends erzählen? Ah, Best Friends nachher. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also doch, Holland, ja. Ja, wir haben auf der gefilmt. Weiß nicht mehr. Ah, doch, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe mich unwohl gefühlt als der Typ. Ah, ja, genau. Und dann aber ist eine Staffel Pause gesehen für mich. Ja. Und in der dritten Staffel bin ich dann schon zum fixen Nebendarsteller geworden, weil im holländischen Original eben ab Staffel 4 der dann einer der Hauptdarsteller wird. Also weißt du, das wird dann immer so fließend Übergang, oder? Okay, das jeder. Jojo, weil der hat dann auf einmal so eine mega Storyline und dann wird es mega persönlich und dann checkst du mal, warum er so ist, wie er ist. Und du selber auch? Nein, du hast das schon gewusst. Ja, ich habe die holländischen Stories kennt, ja. Aber das ist dann eben das Problem, weil dort habe ich das Gefühl, hat man zum Beispiel eben können sagen, okay, da ist jetzt vielleicht in der Schweizer Version ist jetzt vielleicht nicht mehr Punk, ja, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr so ein oder mit mehr, ja, ein bisschen halt mehr auf die Leute anpasst. Oder? Und darum habe ich zuerst einen Punk gespielt, was nicht passt. Und nachher habe ich das ein bisschen auf anpassen. Und in der dritten Staffel, also ich habe es nie mehr geschaut seitdem, aber ich weiss noch, dass ich Sachen viel lustiger gemacht habe und mehr so ein bisschen der Klasse-Clown, weißt du, der ja nicht nur cool ist. Stimmt. Der Klasse-Clown ist ja zum Teil recht nervig auch. Und eben zum Teil ein bisschen Arsch. Und das ist ja meistens der, wo der Conan O'Brien sagt das immer, der Klasse-Clown ist der, der später dann verhaftet wird, oder? ja, aber stimmt, jetzt, wo du sagst, dass, dann hast du wirklich so, aber du bist nie in den, das sind ja quasi eine Gruppe Best Friends, das sind die Dings gewesen, ja, du bist ja, nie zwar, richtig drin gewesen. Und zwar für immer Best Friends. Ja. Genau, es kann passieren, was für Zwilling, wie ist das. Aber dort im Spali sind, so Spüli sind es Best Friends. Genau. Voll. Man kann, glaube ich, immer noch alle Folgen online schauen. Bestimmt. Also wenn Leute jetzt während Covid oder jetzt auf Weihnachten, ja, mal 150 Folgen an 10 Minuten, was sind das? Ist nur 10 Minuten gegangen? Ja, mhm. 1500 Minuten. Ich rechne nicht. Da bin ich draußen. Es ist gut, dass du nicht mit Geld bist umgegangen. Ja, ist so, ja, und vor allem haben sie eh zu wenig von dem. Nehme ich einfach, was da ist. Nein, aber es ist mal kurz gelaufen jetzt vor. Ja. Ding, so am Morgen früh irgendwann. Ich sollte immer noch recht viel Tantieme kriegen. Mhm. Tantieme? Ja. Was ist das? Also, Tantieme ist so. Bei Songs kriegst du das, wenn es im Radio läuft. Mhm. Eigentlich weißt du, geht es um deine Rechte. Mhm, ach so. Und wenn etwas von dir gebraucht wird, nehmen. Ah, dann solltest du für das einen Anteil kriegen. Oder? Ja. Aber das musst du eingeben und es ist recht kompliziert. Vor allem als Schauspieler ist es sehr kompliziert. So. Ja, weil du weißt zum Teil aber gar nicht, wenn was wo gelaufen ist. Aber sie werden von dir natürlich eine Auflistung von allem. Und zum Beispiel der eine Kollege, den ich kenne, der hat nicht einmal mitgekriegt, dass sie, ich weiß nicht, was ich sehe, Bild oder Werbespot oder irgendwie so, auf einmal in Frankreich. Ja, das habe ich eben auch schon mal gehört. Ja, voll. Ah, genau, es ist ein Plakat gesehen. Und der Kollege schickt ihm ein Foto von dem Plakat und er sagt, hey, du hängst an einer fucking Hauswand in Frankreich. Und er, cool, nie Geld gesehen für das. Weil eigentlich gibst du ja deine Rechte ab für entweder eine bestimmte Zeit oder für halt einen bestimmten Betrag, dass man es dort und dort und dort darf brauchen. Mhm. Aber, also ich habe mal gesehen, irgendwie, ein anderer, den ich kenne, der ist bei einem Test-Shooting gesehen für irgendeinen Fotograf. Für etwas, glaube ich, für die SBB. Ja. Und sie haben nie gesagt, dass das. Ja, das war für irgendetwas Internes gesehen. Und dann hat ihnen das so gefallen, dass das dann in allen Zügen
Und von der ganzen SBB gehangen ist. So. Und der nie etwas gehört von denen quasi. Ich glaube fast, das ist der Coens gesehen, aber vielleicht erzähle ich jetzt einen Scheiß. Ja, darum müsste man eigentlich auch eben für jede Ausstrahlung von so einer Folge etwas kriegen und so. Bekommen die Auftritte? Das ist recht easy. Du hast ja erst jetzt mit dem SRF ein bisschen zu tun gehabt. Ja. Und dort gibt es die Produktion für dich ein. Und das heisst, wenn es dann ausgeschaltet wird, dann kriegst du nachher den Fötzel, wo es heisst, so und so viele Minuten, solange es dein Inhalt ist, wenn jetzt jemand anderes für dich geschrieben hat. Ja, eben dann... Dann wird es wieder schwierig. Ja. Ja, weil dort geht es ja eigentlich direkt am... geschriebene Wort. Ja. Okay. Wo natürlich dann zwar mündlich ist, aber trotzdem ist es von dir. Oder? Absolut. Ja, eben, der Louis C.K. hat auch einen Witz von mir und ich habe auch noch nie etwas gesehen. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Okay. Dann zum zurückkommen. Du hast als Elfjähriger am Walensee gespielt. Ja, genau. Geil, sicher. Ja, es ist, keine Ahnung, meine Mutter hat mich da sorgen. Sie hat immer Theater gespielt und ich habe das immer spannend. Ich habe immer mit ihr, wo ich klein war, ich habe noch nicht mal richtig, ich bin in der ersten Klasse angefangen zu lernen, lesen. Und sie hat Theater in der Gemeinde einfach gespielt, quasi. Und sie hat immer den Text mit mir geübt, quasi. Und ich habe... Das ist verdammt unglaublich. Ich konnte das ganze Stück auswendig können. Den Text von allen, außer von meiner Mutter, alle können. Yeah. Das komplette Theater können allein durchspielen. Und irgendwie ist das so ein Ding geworden, dann, dass Theater irgendetwas war. Ich habe dann auch Welttheater und so mitgemacht. Und dann war das Casting für das Heidi Musical in einem Einkaufszentrum in Glarus. Natürlich. Und meine Mutter ist dort so ein bisschen übereifrig. Und an dem Tag, mir ist wirklich, ich hatte Grippe gehabt, ich bin krank, ich musste kotzen und was auch immer. Und meine Mutter hat mich trotzdem dort angenommen, das Casting in sich aufs Zentrum. Ah, du bist so eine Showstar. Ja, meine Mutter. Ja, quasi. Das, was sie nicht. Nein, aber ich war wirklich krank. Ich bin wirklich. Ich musste im Auto noch erbrechen und alles. Und dann bin ich dort angegangen. Und es waren sehr viele Kinder. Und ich bin weitergekommen. Und dann das zweite Casting, das war so in einem Hotel gewesen, und da sind immer zwei Kinder angekommen und da bin ich mit einem gewesen, wo überzablig war, so der voll der Zabli. Und ich so, dort habe ich schon gemerkt, so, ich bin glaube schon besser als er so mit der Weih am Wackeln und am Erzählen, was er muss. Und ich war so auch zabli gewesen, aber nicht wie er, und dann haben sie mich dort genommen. Und ja, das ist so mega... intensiv gsi. Als Kind, du hast gar keine Lust mehr gehabt, zum gehen. Ja, aber auch wenn es Spass gemacht hat, auch wenn jeden Tag dort an hast müssen fahren. Ja. Ist schon streng. Das ist das, weißt, wo ich immer denke, und wahrscheinlich tut mir vielen Unrecht, aber so Musicals, weißt, wo jahrelang laufen, wo oft so am West End die 2,5 Jahre lang 9 Vorstellungen in der Woche das Gleiche machst. Du wirst irgendwann wahnsinnig. Das glaube ich so auch, ja, das ist so. Weil ich werde das schon, früher, als ich noch Theater gespielt habe, das Härteste war so Vorfasnacht zu Basel. Und da spielst du, was haben wir gespielt, weißt du, etwas über 40 Vorstellungen in irgendwie 30 Tagen. So was, wow. Gell? Irgendwie so. Und wenn du das machst, geil, das sehe ich. Warte, komm aufs Bild. Die machen da im Schaufenster machen sie ein bisschen lustig. dort schon hast du so klassisch, aber dort ist wie ein Ende absehbar, aber dort hast du so klassisch nach irgendwie 20 Vorstellungen. Wenn du schön in der Mitte bist, dann kommt so eine Trott rein, wo du so findest, hey, ich kann es ja eh. Weißt, und locker, lässig und überhaupt keine Anspannung mehr. Also Nervosität ist eh nochmal etwas anderes, aber auch grundsätzlich so eine Konzentration, bevor du auf die Bühne gehst. Und natürlich passieren darum dann auch die Fehler. Danach musst du dich wieder ein bisschen zurückholen. So, ah, shit, ja. Und dann, wenn so die letzten 5 Vorstellungen kommen, dann denkst du, ah, oh, mega schade, das ist schon vorbei. Ja, aber wenn du kein Andi siehst, wenn du oft weißt, morgen bin ich wieder da und übermorgen bin ich wieder da und weißt du was, in 6 Monaten bin ich immer noch da und mache immer noch das Gleiche. Ich weiß nicht. Ich finde, gerade bei gewissen Schauspielern merkst du auch irgendwie, dass der das Job ihnen nicht nur gut tut. Ja, das glaube ich schon. Ja. Aber ich als Kind, ich bin 11, ich habe gar nicht gewusst, wie viel mal ich spiele, wie lange noch. Meine Mutter hat mich dann einfach abgeholt und dann sind wir gefahren. Ich bin dann dort gewesen und nachher, was, morgen schon wieder? Okay, dann. So. Das ist geil, weil du hast ja eh noch keinen Plan. Ich habe eh nichts zu tun gehabt. Du hast ja keine Agenda. Du weißt knapp, welcher Wochentag es ist. Ja, so. Ist so. Und einfach... Was muss ich heute machen? Ja, heute ist das. Morgen ist das.
Und es gibt Heidi Glasse gratis dort. Das habe ich so gewusst. Voll. Und dann, hast du gewusst, dass du Comedy noch kannst machen so. Ja, dass mir die Bühne irgendwie noch gefällt, yeah. Oder? Und von dem her, ich bin sonst, denke ich jetzt mal, es kommt immer darauf an, im kleinen Rahmen, für zwischen Kollegen bin ich gerne so der Laute oder weißt, so, yeah. Der Exorbitierte. Aber sonst bin ich eher ruhig, wenn ich die Leute yeah. nicht so kenne, dann bin ich wirklich extrovertiert, yeah, genau. Und dann denke ich, ich nehme dann immer meine Kollegen mit ins Publikum und yeah. dann kann ich lustig sein. Aber es ist halt, auf der Bühne ist dann wirklich, ich bin so nervös am Anfang gewesen auch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich mache es nicht mehr. Aber irgendwie habe ich gedacht, doch, ich muss durchziehen nach dem ersten Auftritt. Weil und du hast dich im Kontiki angemeldet? Du hast gewusst, ja, ich habe mich ja geschrieben und habe mich dann informiert, eben so Open Mics, wo yeah. ich dann im Internet quasi yeah. Angefangen habe zu schauen. Bist du zuerst mal schauen oder bist du gerade gegangen? Ich bin gerade gegangen auf die Bühne. Dann, voll. Okay. Weil ich bin dort im Gastro dann am Arbeiten gsi und dann hast du eh wenig Möglichkeiten, um genau dann müssen, yeah, am Abend yeah. nicht zu arbeiten in dem Sinn. Und der erste Auftritt ist so mega, immer noch so surreal in dem Sinn. Und ja, dann habe ich weitergemacht, Kontiki mehrmals und dann bin ich in die Longstreet gegangen irgendwann. Mhm. Obwohl dort hatte ich eigentlich so ein bisschen Respekt gehabt noch zuerst. Mhm. Weil Kontiki dort, ich habe wirklich viele Kollegen immer dabei gehabt. Also ich habe immer Lacher safe gehabt grundsätzlich. Yeah. Aber trotzdem, ja. Ja, und auch Kollegen können nicht immer lachen, wenn sie sollten. Ah, meine schon. Wirklich? nein, das ist schon seit... Nein, aber man unterschätzt das. Man hat immer das Gefühl, ja, ich nehme ja ein paar Leute mit, das bringt es nicht unbedingt. Vor allem, wenn sie entweder die Zeug schon kennen. Ja, und zweitens, wenn etwas wirklich nicht lustig ist, dann sind deine Kollegen in der Unterzahl, dann trauen sie sich irgendwann nicht mehr zu lachen, weil das, ist schon so, das wirkt dann noch viel schlimmer. Oder? Das ist so, ja. Dann denkst du, jetzt zahlt wahrscheinlich. Das ist schon so. Ja, und jetzt würde ich sogar sagen, Kollegen machen mich viel nervöser als vom liebsten, wenn gar niemand weiss, dass jemand da ist oder so. Grundsätzlich sowieso Open Mics und dann so. Dann bist du eh freier, oder? Voll, absolut. Dann bist du so unabhängig in dem Sinne. Du kannst auch nur mal, ich bringe mal das so und so. Und wo du nicht denkst, kennen alle jemanden in dem Sinn. Ja, ich kenne Leute, die spielen, je nachdem in welchem Land sie sind, spielen sie andere Sets. Nicht nur wegen der Spruch, sondern weil sie wissen, zum Beispiel auf Englisch, da wird nie jemand aus dem Bekanntenkreis mitkriegen, dass ich das und das erzählt habe. Mhm. Cool, das glaube ich schon, ja. Aber auf Deutsch würde ich das nie spielen. Das könnte irgendwo quasi, ja, das ist schon so. Weil die Schweiz ist so klein. Irgendwann macht das die Kreise und irgendwann geht es dann genau zu der Person, wo du davon redest. Absolut. Und das sollte nicht passieren. Das ist an dem Stelle, so. Oder? Das ist und, so. Und ich kenne das Gefühl, das mag ich, überlebe, bin ich schon irgendwann am Spielen und habe das Gefühl, ich kenne jemanden, ich habe das Gefühl, niemand kennt mich, aber ich spiele jetzt da. Und dann kannst du so völlig frei, dann machst du Sprüche, die du irgendwie sonst nie würdest, wo du findest, wenn du selber überrascht. Ja, genau, das sind ja meistens die besten so, also Sachen, die nur aus Versehen sagst auf der Bühne, so Zwischensätze, yeah. Die sind nachher fix drin, bei mir immer. So. Ich bin am Musiklosen gewesen, habe ich mal viele erzählen. Ich bin am Musiklosen gewesen und dann habe ich gerade nicht mehr gewusst, was ich brauche. Nicht mehr gewusst, was ich sagen wollte. Und so, yeah. 50 Cent. Yeah. Und das ist so ein riesen Lacher, weißt du, auch so 50 Cent, weil so, weil halt so, ich so von irgendwelchen Sachen erzählt habe, die gar nicht passen zum 50 Cent. So, 50 Cent, nachher habe ich einen draufgelegt, so in the club, weißt du. Yeah. Und so, das sind immer so, die hat es nur mal überlappt quasi, nur mehr Lacher gegeben und so. Ja. Das habe ich auch fix drin gelassen. Obwohl das ja nie so würde ich schreiben, oder? Ja, das ist... ich lasse ja auch kein 50 Cent, nein. Es ist so... G-Unit? Ja, Mann, das ist schon so. 50 Cent ist schon immer noch gut. Das war echt geil gewesen. Eben, das war so meine Zeit, 50 Cent. Ist das letzte von Hip-Hop, wo noch so richtig bei mir noch nicht alles kittet? In der Club habe ich zum Beispiel nicht mal so geil gefunden, aber das meiste hat mich doch noch irgendwie... mitgenommen, also noch geile Beats gehabt und so und irgendwie, weißt du, so alle die Leute, was ich noch gesehen, The Game und so, Game, das ist alles recht geil gewesen. Und jetzt mit diesen Cloud-Rapper, da fühle ich mich alt, da bin ich dann so, keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht mit dem identifizieren. Siehst du, bist sogar schon zu alt. Ja, also,
Ja, neues Zeug. Drake ist für mich so der Schritt gewesen, wo Drake gekommen ist. Drake hat gesagt, zu, lass ich nicht mehr Drake. Jetzt lass ich auch ein bisschen Drake, aber... Kann ich sagen, irgendwann lass ich auch ein bisschen Drake. Es ist so, so ein bisschen. Ja, so. Gesagt, ja, ich habe mal gesagt, er ist nicht gut, aber er ist schon easy. Ja, also, ja. One Dance ist schon easy. One Dance ist das beste Lied. Es ist so. Oder auch Haftbefehl, das ist so ein Dings, Haftbefehl in Deutsch rappt, ist so, niemals würde ich Haftbefehl hören und so. Und jetzt sitze ich auch so im Zug so. Ja. Yeah. Ja, Mann. Sehr. Das hat einmal geheißen von Justin Bieber. Ja, okay, nein, den höre ich immer noch nicht. Hörst du immer noch nicht? Justin Bieber, nein. Du so. Der hat ein paar Dings gehabt, mit, weißt du, wo er mit Skrillex und Diplo und so auf einmal zusammen geschafft hat, sind dann die Leute auf einmal so gesehen, ich will es hassen, aber ich kann nicht, weil es tönt einfach perfekt, bla bla. Und, danach ist, und dann ist er angefangen, wirklich huge geworden, weil bis dort ist er auf so einem Kinderstar gesehen, ja. Oder? Baby, ja. Das ist so sinnvoll. Bis dort ist eigentlich der Jan Kerlin von den USA gesehen. Nein, ja, er ist eigentlich Kanadier, oder? Stimmt, der ja. Biebs. Ja. Also ich habe noch nie ein Autogrammkärtchen müssen schreiben dort beim Heidi Music. Also, völlig unbekannt. Aber weißt du, was gut ist? Wenn sie es wieder mal machen, dann kannst du wieder mitspielen, immer noch in der gleichen Rolle. Ja, also vielleicht, ja. Ich kann die 9 Sätze, ich bringe sie schon wieder zusammen. Irgendwie. Es waren 9 Sätze gewesen und der Geiserpeter hat natürlich keine Brille angehabt und ich bin schon mit Brüllen geboren quasi. Und ich musste Brille abziehen dann auf der Bühne. Ja. Und das ist ein Pluspunkt für mich, weil ich dann nichts gesehen quasi. Aha, ja, von klar. Von den Leuten und so. Yeah. Dann so. Das ist wirklich ein Pluspunkt. Das habe ich auch jahrelang, aber ich habe nicht mal Linsen gehabt, ich habe aber auch keine Brille angezogen, sondern ich habe nie Brillen angehabt. So. Ja, und das ist mega blöd gewesen, wenn irgendwie auf der Straße jemand nach dir gerufen hat, weil du hast keine Ahnung gehabt, was es ist. Und dann hat es immer geheißen, ich sei so arrogant sicher, weil entweder habe ich nicht geschaut, oder ich irgendwie so, weißt, nicht in die richtige geschaut. Oder ich habe aber auf der Bühne, weiss ich noch, ist es mega beruhigend gewesen, weil du hast einfach so eine Feld von Nothingness sozusagen. So ein Kreis, ja. Genau, das ist so. Bist du kurz oder weitsichtig? Das ist eine Frage. Ich sehe in die Weite nicht gut. Dann bin ich kurzsichtig. Ja, das bin ich eben auch. Ja. Und das ist eben so, alles nach 2 Metern ist einfach so, ja. So wie Nebel, oder? Egal. Das ist schon so. Und das hilft zum Spielen, hilft es. Ja, aber zum Autofahren nicht. So. Nein. Und im Stand-up ist es umso wichtiger, dass du die Leute siehst. Es ist nicht das Gleiche wie Theaterspielen. Theaterspielen ist ja eigentlich, du probierst, die Wand zu lassen, die es hat, damit die Leute eben quasi in deine Welt eintauchen. Mhm. Und nicht checken, dass du ein Schauspieler bist, sondern eigentlich alles soll... Acht wirken. Und Stand-up musst immer reagieren. Oder? Und genau, Stand-up ist direkt kommunizieren mit den Menschen. Mhm. Oder? Also wenn du dort Leute nicht siehst, ist es recht übel. Aber passiert auch manchmal mit den so... Ja, mit den Lichtern und so, aber trotzdem schaust du wirklich in den Raum. Also ja, du tust ja, wenn du Theater spielst, tust du ja eigentlich nie direkt zu den Leuten schauen. Stimmt, du redest nicht direkt zu ihnen. Ja, stimmt, klar. Und darum habe ich auch mega lang als Stand-Upper zuerst immer so drüber geschaut. Weißt du, so quasi wie in die Weite. Ja. Okay, hilft nicht. Ja, und dann, ich schaue eher ganz runter, ich schaue meistens nur in die erste Reihe, so sehr oft. Und dann, wenn dort jemand sitzt, der dann nicht lacht, so... das ist schon mein 4., 5. Auftritt gewesen, den ich hatte, noch nicht so viel gespielt. Und dann bin ich zum Goni Sutter. Mhm. Der hat so einen Comedy-Pokal gehabt. Und der Philipp Wiedeker war auch dort. Yeah. Und das war so das Halbfinale, du konntest dich bewerben und ein Video einschicken, dann konntest du bei mir in der Bar auftreten. Und dort war nicht schlecht, also war gut. Gewesen. Und dann bin ich ins Finale gekommen. Mhm. Irgendwie. Und dort ist das im Schwingerfest Rickenbach. Wie hat der Pass geheißen? Rickenpass, Schwingerfest. Okay. 600 Leute, das Fest zählt voll. Und mein Humor ist jetzt halt nicht. Ich habe das dort ja noch nicht realisiert, weißt du? Yeah. So in dem Sinne, mein Humor ist jetzt nicht so für Schwingfest geeignet. Das habe ich ja nicht gewusst. Ich dachte, ich komme dort mit meinem urbanen Humor her. Und dann bin ich dort der Erste gewesen. Was hast du für ein Bit gespielt? Ja, so schlimm wie die du gesehen hast bis jetzt. So. Nein, ich habe. Das ist der schlimmste Auftritt, den ich noch nicht. Ich habe nie das Video geschaut, ich habe auch nicht das Ganze gespielt, ich habe mich so abbrechen. Das ist Black, also so schlimm. Nein, aber was ist, kenne ich das Bild? Ja, ich glaube schon, es war so, gewesen,
ja, ich habe nachher völlig Blackout gehabt, durcheinander angefangen zu reden und so. Und dann auf einmal war es so viel zu weit. Ich habe wirklich, die Leute haben mich verwirrt. Ich war der Erste, der auftreten ist. Es zählt noch alle miteinander am Reden und dies und das. Und niemand hat zugelassen. Und ganz vorne war so ein Mann, der mich so anschaut. So ein älterer Herr, der mich so anschaut. Und dann kommt der Witz so, so fuck. Der hat mich auch verdammt verwirrt. Und dann habe ich ja wirklich angefangen, ja, mit, ich bin Single dies, das. Und nachher, ja, Altstädte, der einzige Schweizer. Einfach alles durcheinander. Und dann schaue ich so den Conny an. Ich so. Ja, so. Und dann kommt er so aufzurennen und ich gehe so hinter und dann so. Oh, Scheiße, ja, das ist quasi. Die haben so aufhören. Die haben euch angeschaut und es ist klar gewesen, dass du jetzt dich von der Bühne verpissst. Ja, es ist so. Ich bin kein Recall. Also ich wirklich. So, nachher, das ist schlimm gewesen, ey. Aber es geil ist, nachher gehst du von der Bühne und es ist scheiße. Nein, ich habe nicht mehr. Ich bin zusammengebrochen. Also zusammengebrochen. Ich fange heulen einfach so. Eben. Das ist nicht mehr, lustig in dem Sinn. Und dann gehst du pennen und am nächsten Tag merkst du, fuck, ich lebe immer noch. Ja, und es sind nur die Leute im Rickelpass oben gewesen, weil ja. Ich kenne mich gar nicht. Es ist schon so. Eigentlich schon. Wirklich? Aber ich hatte zu lange kämpfen gehabt, dem so. Ja gut, das ist das. Also das klingt ein bisschen dramatischer als einiges. Mhm. Weil, ganz ehrlich, das dürfte dir eigentlich auch nicht passieren, dass du irgendwie nach ein paar Auftritten schon vor 600 Leuten... Ja, und das Erste dann... wahrscheinlich auch Comedy-erprobte Publikum, die präsentierst. Also null erprobt sind die ja gewesen. Das war Schwingfest gewesen. Ja, okay. So, also, ich meine mehr im Sinn von, die lachen gern, aber wahrscheinlich über anderes Zeug. Ja, voll, ja. Das lachen. Weißt du, wer gewonnen hat? So einer, der Stammtischwitz, ich kann jeden Witz von ihm kennt. Ja, ja, ja. Stammtischwitz mit einer rustigen Uniform. Erzählt. Ja, das war mega gut gewesen, aber der hat gewonnen und so, dann siehst du, okay, das ist eine andere Art. Genau, ich habe mal einen Wettbewerb verloren gegen einen, der hat auch wirklich nur eben so Stammtischwitz, Strassenwitz, und hat aber noch etwas Artistisches gemacht dazu. Okay. So, weißt du? Ja, ja, eben, das und, ist so. Und klar, eben, das meine ich, aber eben Comedy erprobt ist das falsche Wort, ja, sondern... Nein, ich meine, Comedy erprobt, meine ich glaube schon. Ja, weil Comedy in der Schweiz ist bis jetzt so gesehen. Mhm. Comedy affin. Ja. Ich will auch nicht irgendwie urteilen oder so. Nein, sondern ich habe das Gefühl, ich weiß schon genau, wenn du so eine Festzeit bist. Mittlerweile habe ich auch eigene Sachen, wo ich weiß, die kommen dort an. Ja. Aber früher wären das auch meine Tod gesehen. Ja. Sprich, dort habe ich. Wegen so Auftritt habe ich gelernt, mit dem Publikum zu reden. Das kann ich immer noch nicht, das ist sehr schwierig. Ja, also weißt du, es gibt Leute, denen liegt das nicht und anderen liegt es mehr. Und ich habe noch nie ein Problem gehabt, zu labern. Mhm. Aber dann habe ich gelernt, wie das auch lustig werden kann. So, weißt du? Ja, wie sagt man, die Schlagfertigkeit fällt mir da in dem Sinn ein bisschen noch, finde ich. Weil wenn du dann irgendwo in, weiß nicht mehr wo, ich glaube Engelberg, habe ich in so einem Restaurant im ersten Stock habe ich Wienerli Promi, mein damaliges Programm, gespielt. Und das ist auch eben vom, das ist eigentlich recht lustig gewesen für die Leute in Zürich, in Basel, weil ich von Basel bin. Mhm, ja, klar. Und dann hat es langsam, weil die ganz erfundene Promi-Welt von der Schweiz. Das interessiert in Engelberg. Ja, das ist gar kein Schwein. Kann man so Monika Fasnacht. Ja. Und. Gesundheit. Danke vielmals. Und dort habe ich dann wirklich nach 10 Minuten das habe ich gemerkt, die wissen nicht, wer der Vujo ist. Ja, also, aber. Good for them, weißt du, wie ich meine? Nein. Da muss ich unterbrechen. Für mich ist der Vujo ist für mich. Ist König. Der könnte machen, was er will. Also keine Ahnung, der könnte wirklich. Du denkst dir so, schon gut, das ist der Vujo, Mann. Ja. Das ist ja lustigerweise, und zwar nicht zum direkten Vergleichen, aber es ist der Trump-Effekt. Im Sinn von, wenn 3 bis 4 Sachen passiert sind, weißt, dann ist es irgendwann so. Jetzt ist er wurscht, oder? Und das ist beim Vujo so gesehen, dass quasi, ich glaube, bevor überhaupt die erste Folge kam, ist irgendwie schon Nacktbilder von ihm auftaucht und was weiß ich. Im Bachelor-Ding. Ja, bei anderen war das so der Tod von der nicht vorhandenen Karriere. Und bei ihm ist es einfach nur ein Boost gesehen. Und er hat ja auch nichts dagegen unternommen, das irgendwie zu korrigieren, im Gegenteil. Absolut, und das ist ja das Faszinierende. Der hat mir
hat mir Videos geschickt, wo ja, ich glaube wahrscheinlich ein oder zwei Kollegen weitergeschickt haben, weißt du, die sehr amüsant gewesen sind. Und dann geht es irgendwie ein halbes Jahr und dann kriegst du von jemand anderem das Video wieder geschickt. Und was er dort dann sagt, ist jenseits. Also weißt du, das ist wirklich so, das kannst du gar nicht wiederholen. Also okay. Doch, natürlich kannst du es wiederholen. Ich glaube, ich kann es noch mal zeigen. Das. Irgendwann zeigen wir es mal. Ich schaue mal, dass er zu Gast ist und dann kann er zeigen. Ja, aber so. Was hätte ich gesagt? Irgendetwas. Braten. Ich glaube, mit Braten von der Braten. Ich kann alles weghauen von Bern, Basel, Zürich. Jetzt muss ich international anfangen ficken. Und das ist ein Video, das er geschickt hat, wo er mich im Status Suisse, das war irgendwie Energy Air, und ich bin ein Stock über ihm und er filmt sich und ich bin oben dran mit jemandem am Labern und du siehst mich so im Hintergrund und er filmt sich so mit mir und so, hey Brate, ich habe alles schon, Bern, Basel, Zürich. Und per Zufall bist du dort hinten dran gestanden, oder was? Ja. Ah, und das hat er nachher gesehen? Darum hat es mir geschickt. Nein, er hat mich gesehen und er hat es so gefilmt. So. Ach so. Und einfach eben, was der immer für Zeugs rausgelassen hat. Ja, und auch die selbst, also sich selber nicht zu ernst nehmen. Null. In dem Sinn, er ist der beste Roger Schawinski-Gast, den ich je gesehen habe. Genau das habe ich jetzt auch gedacht. Und zwar, ich glaube, wenige Menschen haben den Schawinski so können auflaufen lassen. Mit dem Andreas Thiel noch, aber der ist eine andere Art. Das ist ein anderes Ding gewesen. Aber er ist der beste. Mein Lieblingskommentar ist gewesen, wegen Thiel und Schawinski hat der Harald Schmidt in irgendeinem Interview gesagt, er versteht nicht, warum so viele Beschwerden eingegangen sind. In Deutschland sieht das ein angeregtes Gespräch. Das habe ich echt geil gefunden. Deutsche so Talk-Sendungen sind ja mittlerweile auch zum Teil eben nicht mehr schaubar, weil sie sich so das heftig hier und her diskutierend ins Wort fallen. Und so. Ja. Ach, Ena, finde ich auch immer anstrengend. Wegen dem, ja, weil oft kein Satz kann zu Ende gemacht werden. Ja, oder? Das stimmt. Und das Problem ist, jeder sagt immer, lassen Sie mich ausreden, schwätzt denen ewig. Ich bin auch überhaupt nicht frei von diesem Problem. Ja? Ich sag, lass mich ausreden und dann schwätze ich eine halbe Stunde. Und dann beim nächsten Satz bin ich so, aber nein! Aber, genau. Also in der Arena, das Witzigste finde ich in der Arena ist immer so, sie reden Schweizerdeutsch und wenn etwas wichtig ist, so dann ist ja, das Hochdeutsch. Genau, dann so, das ist essentiell, dass das so gemacht wird. Also, nicht vermeidbar, das ist dann immer Hochdeutsch, das ist so das Beste, das dann weißt du, jetzt musst du aufpassen. Das ist eine gute Beobachtung, das stimmt. Voll. Dann, wenn es wichtig wird, wird es Hochdeutsch. Aber dieses Schweizer Hochdeutsch, ja? Ja, genau. Das sind essentielle Ausgaben, oder was soll ich? Das ist so. Stimmt! Oder wenn es Duzis machen, dann fühlst du dich auch so dabei. Manchmal sagt er, nein, Cedric, jetzt musst du zuhören. Ja, ja, ja. Nein, jetzt hör mal auf. Hey. Ja, genau. Und wenn es zu Vornamen sagt, dann weißt du, die haben eigentlich sind die Homies. So. Das stimmt jetzt einfach nicht. Jan? Ja, ja, es ist so. Für das ist Lokalfernsehen ja grossartig. Ja. Und zwar hat es in Basel jetzt mal eine Diskussion gegeben zwischen dem einen Media-Anwalt und dem einen damals, glaube ich, noch Besitzer von irgendeinem Medium. Ja. Und dann, und das, der Christian Heb und der kennst du natürlich, gell? Und der Anwalt ist gesehen, der Jascha Schneider. Ich weiß nicht, ob das Video noch online ist, aber es ist losgegangen mit irgendwie, der Christian Heb fragt so der Jascha Schneider, wer bist du? Bist du heute der Anwalt von der Batz oder bist du heute die Privatperson Jascha? Weißt du, so quasi einfach schon probieren so anzugreifen und danach hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es dort gesehen ist. Oder so, weißt du, er hat nicht nur beim Vornamen grenzt, sondern sogar beim Spitznamen. Weißt du, Pumpi, los mal. Nein, los. Das war auch so der Tod vom anderen. Gewesen. Also, hey, Pumpi. Nein, Pumpi, los jetzt zu. Es war ja so gewesen. Das finde ich grossartig. Absolut. Aber darum, ja, das ist schon so. Der Thiel und der Schawinski haben anders diskutiert als eben der Vujo. Der Vujo hat ihn einfach. Der Schawinski hat sich ja eigentlich mit dieser Sendung das Business daraus gemacht, Menschen anzugreifen. Mhm. Die fühlen sich, also angreifen halt, eben so ein bisschen ich find das gut, kritisch, ein bisschen reinpieksen. Genau. Und die meistens fühlen sich dann eben sehr piekst und werden dann ein bisschen irritiert und ganz hoch, oder? Und was nie funktioniert hat, ist eben so Menschen, die einfach so ja, voll, hast recht. Einfach Grund,
grundgut sind und einfach so, ja, und? Ja, ist wieder scheißegal. Ja, voll. Der Mike Müller ist auch so gesehen. Ja, stimmt, das ist einer von den letzten ja, Dings. Bei Mike Müller ist das so gesehen, egal was ich sage, also, ja, also, nein. Voll, und das weißt, ist so. Und dann hat er nichts, dann hat er nichts. Das aber, geht ihm so auf den Sack, du merkst richtig, wenn so, ja, ja, eben, dann probiert es nochmal, probiert es nochmal, und dann kommt er nie hin. Und darum ist natürlich so, so irgendwie ein Köppel für ihn ein Traum gesehen, weil die haben ja dann wirklich sich auf zu Tod diskutiert. Gegenseitig, oh ja, oder? Das ist auch oft genug. Und was auch nicht funktioniert hat, ist der Dings, der Hausi, weil der Hausi lässt gar nicht zu. Der Hausi ist, eben, wo, der, stimmt, Wujo, Hausi und Roger Federer von mir, also die sind ja, so ja. Die Schweizer, die alles dürfen machen. Aber der Hausi, der lässt der hat Schawinski nicht mehr zugelassen. Weil der kriegt ja nur so Stichworte und danach erzählt er einfach. Das ist so geil. Er ist so, der Beste. Der Schawi hat nämlich einen guten Spruch gehabt dort. Dann sagt er, was hat er gesagt? Irgendwie so, man sagt, eine Zeit lang bist du der bestzahlende Schauspieler von Hollywood gesehen. Dann habe ich einen guten Spruch gefunden, der bestzahlende, oder? Ah, der best... Aha, ja, quasi, okay, er hat zahlt, dass er in den Filmen spielen darf. Und eben der Hausi lässt ihn nicht mehr zu. Der hat ganz viele Filme gemacht. Ich habe alle Filme gemacht. Das war, wie hat der andere Film geheißen? Roter Oktober? Leopard. Kommando Wildgänse oder so. Irgendwas. Ah, Kommando Leopard. Kommando Leopard. Genau. Kommando Leopard. Hey. mit dem Kinski. Klaus Kinski, alle sind ein bisschen. Oh, da habe ich auch ein großartiges Video. Ich mach mal so ein bisschen, ich zeige mal ein paar Videos, wo ich gemacht habe oder wo mir geschickt worden sind. Das müssen wir mal machen. Und zwar, der Turner ist ja der grösste Hausi-Fan ever. Wirklich? Ja, natürlich. Thurgau, Represent. ist ja eine Legende. Also, ist wirklich, puff, wirklich geil. Dann laden wir auch mal ein, Christoph. Den muss ich laden. Komm, laden mal den Hausi ein. Ja. Noch gar nicht dran gedacht. So, und da, zwar, ich muss ihn nicht fragen. Ich sage einfach, er zahlt vielleicht noch. ist der erste, wo wir eine Gage verlangen. Ich muss sagen, Hausi, komm mal vorbei. Das kostet 2000 Stutz. Ja, bin ich dabei. Unglaublich. Sofort. Das ist ja geschenkt. Die Leute fragen mich immer. Yeah. Hausi. Alle fragen dich immer. Bei Promigrill hat er das bei der Abschlussrede gesagt. Die Leute fragen, alle erkennen mich. Sie sagen, Hauti, warum bist du gestartet? Wegen dieser Sendung, dieser Kochsendung. Und dann sagen sie, ja, aber Hauti, Herr Lütteleger, können Sie kochen? Dann sage ich, nein, ich will kochen. Ja, von seinem Cousin. Was ist? Auf jeden Fall dort, wo wir das gefilmt haben, das war ein Start gesehen, Promigrill. Der Julian ist ein riesen Fan. Ich so, ja, ich mache schnell ein Video mit dem Hausi, oder? Und sag so, Hausi, darf ich kurz ein Video machen? Ich filme dir einfach schnell, weil dem Julian irgendwie alles Gute sagst. Weiß doch auch nicht, so, oder? Und danach ist es schon mal geil, weil das Video fängt an mit, dass er einfach, ach komm, fuck it, ich zeig's dir jetzt einfach. Es bringt doch nichts, wenn ich das alles erkläre. Ja, der Hausi hat jetzt, statt am HB, ist auch so nervig. Die und die Werbeagentur ist ja, die beste Werbeagentur. Ja. Und ich für mich ist das jetzt die beste Werbeagentur. Vor allem, wenn man es sagt, gell? Ja, voll, das ist so. Also, ich zeige es sicher mal so, dass man es hört. Vielleicht schneiden wir es dann effektiv noch rein. Ah, was ist das gesehen? Da, Sommer. Voilà. Boah, das könnte so. Ich nicht so etwas, wenn ich etwas suche auf dem Handy, wo schnell müsste. Hey, für das musst du eben alles im WhatsApp behalten. Ah, ja, stimmt. Ich hatte doch das. Weil ich weiß ja, ich habe es dem Turner geschickt und ich weiß noch, wenn es gesehen ist. Also gehe ich beim Turner auf die Medien an allen dreckigen Sachen vorbei. Und danach kommt es irgendwann. So. Gute Idee, ja. Also, jetzt, ich mache schon mal so, dass man es ein bisschen hört. Vielleicht tun wir das Bild noch einblenden, aber es geht ja hauptsächlich darum, was er sagt. Oder? Und dir zeige ich es so. Wir müssen ein ganz kurzes Video machen für den Julian. Das ist ein riesen Fan von dir. Julian, okay. Gut. Ja, gut. Sei es ein Baby Kies oder so. Julian, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Haus die Leutnecker in Stark. In voller Natur. So, jetzt sagt er. Du weißt, dass die jungen Leute graus im Feld sind von mir. Ja, ja. Das ist kein Problem. Gut, ich spreche noch nicht vergleichen, weil das ein Mensch da. Aber kein Problem, so viele Fans wie Haus die Leutnecker. Das glaube ich. Die jungen Leute sind Haus in Verrückten. Das glaubst du. Weißt du, ich habe da etwas gemacht. Weil ich immerhin 38 Filter, das war Sonny Moxie. Ja. Habe ich Konzern aufbauen, Leute, mit Firma aufbauen und Olympiasieger, weißt du, und Turm und alles. Ja. Die junge Generation steht auf der Hausi, Leute. Ich kann die alte Klausel, was ist für mich.
Also, ich weiß nicht, wie alt ist Juli, wie alt ist er? Der Julian, er ist gleich alt wie ich, der ist 30, 31. Eigentlich sind die größten Fan von mir, die jungen Leute. Ja. Ich mache jede Woche mache eine Serie für den Heirat. Aber den Heirat, lieber Haus, wir werden nicht. Für Hochzeit, gut, ich bin nicht. Aha. Das ist unglaublich. Ich hoffe, mir gefällt alles. Ich bin heute Abend, gell? Ja, bist jetzt oben. Also. Danke vielmals. Das wird jetzt geilste, wenn er nach seinem Vortrag auf also, hat mir gefallen, heute Abend. Nicht oft weg. Er entscheidet, wenn das Gespräch fertig ist. Und du hast gar nicht kein Wort gesagt, grundsätzlich. Ich habe wirklich gesagt, kann ich ein Video machen? Und dann ich bin noch nicht mal fertig mit Film. Ich habe mir das Handy, ich habe mir die Aufnahme laufen lassen. Ja, ich konnte noch nicht mal können aufhören. Nein. Du musst ja wissen, die Leute sind so hauti verrückt, die sind so fehl von mir. Die Jung. Ja, ich habe ja alles, nachdem alles gemacht, bin ja doch noch gesehen. Ja, ja, eben. Nee, ich habe ja auch viel gemacht. Davon da eben. 38 Filme, Bobfahrer. Ist das so, ich weiß nicht, wie ist der für die Jungen so beliebt worden? Eben, irgendwie, ist das halt oft so ein bisschen... Bei Watson ist er, glaube ich, bei mir, mit dem Franzoni, ist er bei mir, glaube ich, das erste Mal so mal gewesen. So. Ja, und irgendjemand hat ja dann mal etwas nachvertont von ihm, dass sie was ist gesehen? Der Bericht über sein 70. wo er mit den Speedos im Wasser schnell geht ein Schwimmen machen und so. Das geht, nein, wo ist er? In Genf. Ja, genau. Das hat er einmal erzählt, wenn ich durch Genf fahre, wenn ich durch Genf fahre, ich brauche 5 Stunden. alle erkennen mich. Ich muss überall Autogramm verteilen. Überall Foto machen. Ja. Er ist so cool. Er ist so geil. Und eben dort ist er so gesehen. Und der Hausi beim Xavi ist so gesehen, kannst ja eben, der lässt gar nicht zu. Es geht oft los. Wobei am Schluss, da ist ja der Xavi ganz stolz, am Schluss sagt er, er hat auch schon traurige Momente in seinem Leben gehabt. Und was ist das? Ich weiß ja, mehr sagt er auch nicht. Also weißt du, er sagt, Auto-Moment, wenn ich ein bisschen nachdenke. Wer ist überhaupt der Hauti? So. Was auch immer. Also, ja. Er nennt sich selber auch einen Spitznamen. Ja, wer ist da? Der Hauti. Und ein anderer Charakter, nur sorry, nicht zum Abschied, wo ihr letztes Mal versucht, Valentin Landmann. Nachdem ihr das kam, da habe ich mir alles geschaut, wieder im YouTube von ihm. Weltklasse, oder? Da muss man eben, da muss man noch ein bisschen pushen. Der ist brutal. Valentin Landmann. Und die schönste Krawatte gleich so. Kennt man noch zu wenig. Er ist brutal. Er ist brutal. Das ist ein Charakter, hä? Mm-hmm. Du weißt, also... Hast du ein bisschen Angst vor ihm auch? Wir haben so, ja, und vor allem, wir haben so eine Regel gehabt, wenn der Valentin Landmann dich vertritt, dann hast du es 100%ig gemacht. Das ist für alle klar, okay, nein. Das ist wie die Werbung, die man geht in den USA von einem, weißt du, auf so einem Billboard, wo drauf steht, just because you did it doesn't mean you're guilty. Und dort steht drunter seine Nummer. Zu Leute eben Arbeit. Da haben wir gesagt, das wäre so Better Call Saul Werbung, ja, voll. Oder Better Call Valentin. Der Valentin Landmann. Er ist so Hausi-Style schon, aber ganz andere Art. Aber so, er hat richtig Style. Hells Angels und ja, so. Ja. Er ist schon stolz drauf in dem Sinn, aber halt anders. Aber wir schauen das immer. Und dann haben wir so einen Podcast gehört, wo er mit einer über so Fetisch und Zeug und Wahrheit und so. Ah ja, schon viel Sachen. Ich kann nicht echt. Wirklich? Ja, aber du musst mal hören. Schon viele Sachen. Ja, erlebt. So, voll, ja, bin ich mal dort in einen Raum hineingekommen, ist eine Frau gewesen, gefesselt. Was ist das für ein Podcast? Ja, ich habe nur Valentin Landmann auf Spotify. Nein. Kannst du mal schnell googlen? Ist das der mit der Ivo next? Ja, ich glaube, irgend so etwas, ja, genau. Mhm. In einer Bar. Wir machen mal einladen. Hey, wir müssen mich einladen. Ja, jetzt kommt es. Wenn mich siehst, muss man sagen, wir haben viel bessere Gäste. So etwas machen wir nicht mehr. Damit wir nicht mehr Jan einladen. Müssen wir mal die Liste updaten. Nein, ist der Landmann? Oh, ja, das war ja der Wald. Ja, super. Er hat keine Tabus. Also, nein, ich trigger ihn. Nein, es ist wirklich top. Ich habe keine Tabus. Nein, aber Schloss ist Legende. Es ist wirklich super. So geil. Ja. Oh, wow. Ja, wie sind wir auf das gekommen? Wegen dem Vujo. Ja. Eben, dort habe ich dann gelernt, jetzt müssen wir den Kreis schließen. Ich probiere, den Kreis zu schließen. Beim Widmer haben wir es auch nicht ganz angekriegt, aber egal. Den Kreis zu schließen. Und zwar, dort habe ich dann gemerkt, nach 10 Minuten habe ich alles abgebrochen und einfach mit den Leuten schwätzen. Und dann hast du wirklich irgendwann. Ah, jetzt komme ich auch. Okay. In Engelberg. Engelberg.
kriegst du den Dorfalki und irgendwie sie macht spezielle Kleider und bla bla. Und dann probierst du alles ein bisschen zusammenzukriegen. Oder? Okay. Und so habe ich das gelernt, weil mit meinem Material wäre ich gestorben dort. Also ich bin zuerst gestorben, 10 Minuten lang, und dann habe ich auf umdisponieren. So. Und habe die Leute auf die Bühne geholt und alles. Ach, ja. Und das ist eben noch lustig, weil das hat mich auch schon bei Firmenfesten gerettet. Und zwar einfach, die interessiert es zum Teil gar nicht, eben, was du dir überlegt hast. Nein, die finden es nur lustig, dass du irgendwie, frag mich nicht, dummerweise jetzt gerade die Frau vom Vizedirektor jetzt fragst, wie sie heisst, und sie muss den Vornamen sagen, da verrecken die Leute dann schon, weil normalerweise ist ja nie der Vorname. Keine Ahnung, was weißt du? Es fällt mir so einen kleinen Scheiß an. Oder? So können die Leute sich dann gerade identifizieren. Es ist etwas, was sie besser kennen in dem Sinn, oder? So, genau. Das ist etwas Persönliches. Dann ist es schon oftmals so der Witz. Ich habe irgendein Firmenfest habe ich gemacht, wo nachher jemand zu mir kam, super, super ist genau sie ausgesucht, weil sie wird immer was die böse Stiefmutter vom Schneewittli genannt, oder so, was weißt du? Ah, okay, cool. Jetzt dürfen wir auch mal lachen, Mann. So, ja, das ist so. Dann haben sie viel mehr Freude, also wenn du dann in den vorbereiteten Joke bringst, oder? Eben, es ist so, wenn ich nicht auf den Rickenpass erzähle. Hey, Rickenpass, 600 Leute Schwingerfest. Ja, und dann erzähle ich dort, ja, eben, ich wohne in Zürich, und dann hast du schon mal zu viel Zürich gesagt, weißt du, aber so in dem Sinn quasi, wenn du... Die interessiert es das nicht, dass ich in Altstädten wohne. Und sie kennen das ja nicht in dem Sinn. Und das habe ich damals noch gar nicht gewusst. Aber geil ist jetzt gesehen, wo wir einen von den letzten Auftritten, den wir nicht dürfen machen, der böse Mantik. Eben, das ist ja das. Hast du auch über Altstädte geschwätzt und erzählt, wie. Was jetzt wisst ihr? Der einzige. Hä? Der einzige Schweizer bin eben. Und genau. Dass es auch Vor- und Nachteile gibt in dort. Und danach hat irgendjemand nachher gesagt: Ja, du, aber das ist ja seit 30 Jahren nicht mehr so. Ah, okay. Das war früher gewesen, in Altstädten. Ja, schon. Also ich habe nicht mehr ausgeführt. Nein, aber das ist ja... Grundsätzlich ist es so. Ja, logisch. So, in meinem Blog. Ich bin zweit bis jetzt. Also, aber es ist ja immer noch ein Arbeiterviertel. Wohnst du wirklich in der Nähe vom Hamza? Ich weiss, der Hamza wohnt... An der Straße. Nein, ich weiß nicht genau, wo er wohnt, okay. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon in die gleiche Richtung. Weil er hat doch den einzigen Joke, wo er Jan Kellen sagt. Ja, voll, der ist so... Ich habe meinen Witz eben, mein Abwart sagt mir immer noch Jan Kelic anstatt Jan Kellen. Yeah. Und so, und dann hat er so umgewandelt, auch so sein gleiches Dings quasi. Yeah. Aber wir wohnen nicht im gleichen Block oder so. Okay. Aber das ist so mal irgendwie gekommen. Und dann, wo wir zusammen auftreten sind, dann haben wir das wie eine Art verbunden miteinander. Noch. Ah, und so. Mhm. Ja. Voll, aber ja. Er sagt irgendwie, was sagt er? Jean-Kelin. Weil er immer Arabisch mit ihm geredet hat. Und, so. Und das habe ich auch in SRF 3 Comedy zum Morgen. Und ich schaue so, zufällig schaue ich das. Yeah. Und dann, hey, das ist mein Name, hat er im Fernsehen gesehen. Lustigerweise habe ich den Joke schon lange gekannt, den habe ich noch nicht gekannt. Vom Hamza meinst du? Ja, und habe natürlich nie gedacht, dass wirklich so dass ein anderer Comedian ist. Ja, das ist witzig, voll. Weil du hast auch einen sehr einzigartigen Namen, muss ich sagen. Ja, es ist nicht so Tom Müller oder so, wo wirklich sagen. Aber der bringt er eben in Deutschland, hat er gesagt, macht er das mit Thomas Müller auf arabische Dings. Ah, ja? Ja, und dort macht es ein bisschen mehr, aber Jan Kehren ist jetzt nicht so gängig in dem Sinn. Ja, aber es gibt sicher ein paar. Weißt du, was es sonst noch für Jan Kalins gibt? Ich weiß, was für Kalins es gibt, es sind viele, aber Jan Kali nicht. Also, wirklich? Kali heisst, wenn du ein Einzelner bist, ist Kali, Elektriker, Kali. Das ist alles. Wir sind eine Familie quasi. Ja. Wirklich? Nein, also. Nein, das ist. Gibt doch mittlerweile so eine Dating-App, wo testet, ob man verwandt ist mit jemandem. Brauchst du das in Einzelner? Wenn du in den Ausgang gehst. Wenn du unbedingt willst und wenn nicht, willst du wissen, ist ja egal. Nein, es ist schon so. Also, wir sind schon, Kali ist schon dort. Ja. Ja. Das heisst, eigentlich musst du nicht nach dem Vornamen fragen, sondern nach dem Nachnamen. Das ist viel wichtiger. Gell? Wie heisst du? Jessica? Nein, der Nachname. Kalin. Okay, tschüss. Wieso? Tschüss. Nein, es ist nicht so. Aber darum bin ich auch auf Zürich gegangen, weil ich andere Frauen kennenlernen als meine Cousine.
voll. Ja. Und dann, du hast, was, letzten Sommer hast du angefangen? Also Sommer 19? Mhm. Ja, ich glaube, würde ich sagen, ja. Und dann hast du das Ding gemacht, wo... Mit Rickerpass dort. Und dann hast du halt weiter Open Mics gespielt. Und jetzt hast du aber schon ein paar, wir sagen immer, bezahlte Aufträge gehabt. Ja, ich habe den ersten bezahlte Auftrag war, ich glaube, also mit dem Kiko sogar. Ja. Ja, mit dem Kiko durfte ich viel dürfen machen. Ja. Also so ein Mixed Show, die er organisiert hat in Zürich und in St. Gallen. Ist das noch ein Ding? In Prado? In St. Gallen? Ja. Yeah. Nein, im Vibe. Ist das Open Air und so. Das war mega cool. Yeah. Und am gleichen Abend sind wir dann ins Roland gegangen und dort haben wir jetzt nochmal alle vier nochmal zusammen. Ja, stimmt. Weil so lange, im Roland haben sie ja immer die Werbung von was die nächste Show ist, haben sie ja an die Wand gesprayt. Ja, und mein Name ist immer noch an der Langstrasse. Und jetzt sind wir ja Covid und es steht einfach immer noch voll dein Name. Absolut. Was ist noch irgendwie? Der Dominik. Wie heißt der? Wozniak. Dominik, ja. Joschwiak. Aus Deutschland. Hamza, Kiko und Gabirano. Hamza, Kiko, Gabirano. Und Jan Kalin. Ich fahre mega oft da durch und sehe es immer. Denke so, hatte ich doch kurz vor dem Lockdown eine Show dort gehabt. Also ich bin auch mega, ich bin mega stolz drauf. Also ich sage ihm so, hey, look, dort ist mein Name. Und eigentlich war der 20 Minuten, ja, sechs Geschäft vor dem Haus wegen Covid, blablabla. Yeah. Und dann filmen sie da und so, und da kommt so ganz kurz, filmen so Jan Kehlin. Und ich so gerade auf Instagram, wow, keine Werbung, ist schlechte Werbung. Und weißt du, so mit dem Titel? Ja, ich genau, das Text ist so drauf, so Sex Geschäft vor dem Haus. Jan Kehlin. Zu gut. So geil, so geil. Ja, das mit dem Kiko konnte ich viel können machen, jetzt auch, wo er da während der Massnahmen, wo nur 50 sind, habe ich mit ihm dürfen auftreten. Ich bin beim... Nochmal in St. Gallen? Kopfkino, ja, auch nochmal in St. Gallen. Südbar? Genau, ja. Kurz zum ersten. Und Kopfkino bin ich gewesen, dort ohne Publikum, was ich im Nachhinein so, puh. Eben, wie hast du das gesehen? Ich bin... muss man nicht schauen. Also ich sollte fast fragen, ob man rausnehmen kann. Ehrlich, ich war so nervös. Yeah. Nervöser als mit Publikum und ich weiß nicht, warum. Du bist ja nicht, gell? Nein. Aber ich so. Habe es gespannt beobachtet, was passiert. Und es ist im Sinn von ein Zeichen setzen, dass es ohne Publikum nicht geht, ist es gut gesehen. Vielleicht, ja. Aber ich finde es toll, dass sie es gemacht haben für die Szene und für die Sache. So. Aber um das effektiv zu zeigen, behaupte ich, hätte man es nicht machen müssen. Und ich glaube, das checken die Leute auch so. Ja, ich bin nicht so über... Ich habe gedacht, vielleicht wird es ja noch gut, weißt du? Aber du bist ja, aber das ist halt auf eine andere Kunstform dann. Ich meine zum Beispiel der Pete Häuser, der hat dort eine Nummer gemacht, wo er extra für das Event geschrieben hat, so, wo er irgendwie eine Rede hält, also eine Figur. Stimmt, ja. Und das hat ja einigermaßen funktioniert. Mhm. Weißt du, weil für das brauchst du dann effektiv nicht ein Publikum. Aber für so direkte Stand-up, wo recht punchy ist, wo eben viel muss passieren, wo viel ja auch passiert, wenn dann eben eine Reaktion kommt, etc. Ich glaube, das haben die Leute vorher schon gecheckt, weil das kannst du entweder schauen als Konsument daheim, dann hast du halt Reaktionen vom Publikum schon, oder noch viel geiler, eine komplett andere Welt, das glaubst du gar nicht, bis du es mal gesehen hast, so in dem Stil, ist, wenn du wirklich live im Publikum hast. Aha, so in dem oder? Typ, ja. Und das ist dann das ultimative Erlebnis. Mhm. Und ich glaube, das kannst du niemandem zeigen, bis sie es erlebt haben. Das ist schon so, ja. Das stimmt schon, wenn du es nicht kennst, dann denkst du so, hä? So wie wenn Leute mir irgendwie von LSD erzählen. Ich habe noch nie LSD genommen, ja? Und ich sage immer, nein, das ist mir zu weit weg, das geht nicht für mich, so, oder? Und dann probieren sie mir stundenlang zu erklären, wie LSD funktioniert und was es macht und so. Und ich denke so, es tönt irgendwie zum Teil okay, zum Teil überhaupt nicht, ja? Aber ich müsste einfach mal wahrscheinlich selber erfahren. Ja. Ich werde es nie. Ja, das ist auch. Komm, die Show schauen, ist nicht ganz so eine schlimme Investition.
Ja, das rührt dich nicht, wenn es Geld ausgeht. Das können wir rausschneiden. Das wird ein guter Werbespot für Live-Comedy-Events, habe ich das Gefühl. Live-Comedy-Events? Live-Comedy-Events. Aha. Ja, es, es rührt dich nicht so sehr, wenn... Nein, im Roland gibt es Live-Com-Events, aber... Live... Boah, das ist so, ja. Aber sonst sind es Live-Comedy-Events. Ja. Boah, das stimmt so. Nein, das, LSD, ja, das... Ich glaube, ich halt bei so Sachen weiß ich egal. Ja, entweder ist es super gut oder super schlecht. Bei mir ist es immer schlecht. So die Erfahrungen, die ich bekomme, eben entweder so oder so. Und bei mir, ich weiß, es wird schlecht. Und darum lasse ich es alles sein. Das habe ich aber auch gesagt, weil irgendwie so etwas, ja, weißt, Dämonen und so. Ja, wenn es dir nicht gut geht, also wenn du Dämonen hast, dann können sie vielleicht schon kommen. Ich weiß, dass ich ganz viele Dämonen habe. Und die sind momentan eigentlich okay parkiert. Aber darum ist eben so Live-Comedy, dass wenn du das erlebst, dann weißt du, was es ist. Ja, das so. Und vor allem, wenn du einen guten Abend erlebst. Also natürlich, es muss ja dann auch noch, es muss ja dann auch noch funktionieren. Aber das ist das, was ich auch immer merke, wenn Leute sagen, ja, ich bin einmal gesehen, es hat mir nicht gefallen. Ja, das ist, weil sie irgendwie in den 90er die und die Person von dort und dort damals sind schauen, wo vielleicht nicht ihren Geschmack getroffen hat. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist schon so. Und eben bei Open Mics vor allem, da musst du halt einfach in dem Sinn offen sein für jede Art von, jeder kommt dort an. Genau. Das ist so. Und genau. Das, man muss das Verständnis zuerst haben. Dass hast du bewusst einen Unterschied gemerkt, abgesehen vom Rickenpass, zwischen Open Mics und eben so bezahlten Jobs? Ja, eigentlich schon, ja. Also, weil, ich sage jetzt mal, wenn die Leute Eintritt zahlen und bewusst kommen, kommen die schauen, in der Longsuite zum Beispiel, kommen die Leute, ah, ist Comedy, okay, schauen. Yeah. Aber die Lachen, sie kommen zum Lachen und sie wollen auch mitdenken zum Teil, was du willst machen in dem Sinn. Und beim Open Mic, dann ist es oft halt mal so ein bisschen... Sie wollen nicht unbedingt unterhalten werden oder lachen. Sie sind nicht da zum Lachen. Du musst sie zuerst mal überzeugen zum Lachen. Habe ich das Gefühl beim Open Mic. Yeah. Und beim anderen ist so, ah, der ist lustig, sowieso lassen wir uns auf ihn ein. Das habe ich das Gefühl. Also, böser Montag da, das ist dann dort, ich habe gedacht, böses Publikum, ich bin auch böse. Aha, ja. Die haben ja auch gezahlt in dem Sinne und haben nicht gelacht. Das ist nein, ja. Aber eben, die gehen ja auch eben mit einem anderen Ziel. Ja, das ist so. Das merkst du ja auch. Die gehen mit dem Ziel, eben möglichst eine Show zu stören. Ja, so, ja. Das ist eine gute Erfahrung, mega. Ja. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal gerade so schnell machen. Ich habe es so lustig gefunden, weil auch dort, du hast immer wie mir in Scheiße geschwärmt. Du hast nur so die schlechten Auftritte, bist du dabei gewesen, eine so. Trotzdem bist du im Podcast. Das, ja. Gut, aber, du hast den Beschrieb noch nicht gelesen. Ja, und ich Jan Kellin ist ein Stand-up-Comedian, der ausschließlich schlechte Auftritte. Und jetzt mal seine Seite gesehen. Genau. Nein, überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe... Das ist, also für die vielleicht schlechte Auftritt, sprich das erste Mal, als ich dich gesehen habe, ist im Contiki gesehen. Und dort hast du gekillt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich... Ich habe ein paar neue Sachen gebracht, wo ich dann nicht so zufrieden war. Yeah, die alten. Aber also weißt du... Ich so, fuck. Weißt, lustigerweise ist eben die Reaktion vom Publikum ist mir auch fast egal. Also weißt, weil du siehst ja trotzdem, was jemand macht und in welche Richtung soll gehen etc. Also das klingt jetzt so geschwollen, als würde ich alles checken und wissen. Das meine ich überhaupt nicht so. Ja, sondern einfach was anderes, so, andere Sicht. Ich empfange eine Wirkung. Also irgendeine Wirkung hat es auf mich. Ja? Und die ist nach einer Sekunde da. Und das ist wahrscheinlich nicht einmal, weil ich selber Comedy mache, sondern das ist viel mehr, weil ich einfach schon eine Million Stunden Comedy konsumiert habe. Ja, ja? Und zwar früher Video, irgendwann mal ab und zu live, in allen möglichen Clubs, egal wo ich auf dieser Welt bin, wenn es Comedy hat, ich gehe Comedy schauen und seit ich selber spiele, eben auch noch in der ganzen Bandbreite. Weil du weißt ja, was man an Open Mics sieht. Ja, absolut, ja. Und auch, wo der Charlie und ich in New York auftreten sind, an dem Open Mic, wo du eben sogar zahlst. Ja, an sich eben, gell. Eigentlich so ein Hausi Open Mic.
Das, dort, dort muss der Hausi sogar zahlen. Also nein, er zahlt gerne. You know, I was a winner of Olympia. And, nein, dort, auch dort haben wir, sind glaube 20 Leute, die auftreten sind. Wow. Und Charlie und ich, auch dort, du merkst sofort irgendwie... Einer hat ein bisschen mehr... Ja, ob jemand, zumindest... Die Person muss nicht mal wissen, ob sie weiß, was sie macht, aber sie muss zumindest irgendwie in eine Richtung gehen, wo sie eine Überzeugung davon hat. So im Sinne von, ich glaube, dass ich das jetzt einmal so mache, weil ich das in dem Moment für richtig halte. Wenn man das dann weitermacht und irgendwann eben etwas findet und dann bei dem dann das beibehaltet und an dem weiter schafft, dann kommt es gut. Aber ich sehe Leute, weißt, wo mit Überzeugung das machen, sie machen es seit Jahren und es funktioniert nicht und sie können sich nicht einmal eingestehen, dass es nicht funktioniert. Ja. Und dann wird es mega schwierig, weil das schaffst du nie. Das ist schon so, ja. Und auch eben, das Ganze ist ja dann mit Authentizität verbunden auf der Bühne, oder? Und ich kann also auf der Bühne auch so ein Ding finden für mich. Yeah. Also ich kann nicht vom mitleiderregenden, keine Ahnung, Single, Schweizer Displasma, yeah, zu einem feinzähligen Blablabla, weißt du, yeah, austeilen. Also du musst wie so einen Zwischenweg finden, dass du austeilen, ja, kannst. Ich habe mega lange nicht austeilt, ich habe lange nur Witze über mich gemacht. Yeah. Und dann, als ich das erste Mal angefangen austeilen habe, und so, dann habe ich mich auch wohl gefühlt, besser gesagt. Yeah. Aber, ja, wenn du nur über dich selber machst, können sich die Leute auch nicht identifizieren, sondern du machst nur dein Zeug. Yeah. Und wenn du austeilst, dann so, ah ja, voll, das ist eher mal so die Leute, so, die es lustig finden. Aber für das musst du dich eben sympathisch machen, zuerst irgendwie, dass du das aufteilen darfst. Das habe ich am bösen Ende eben nicht gemacht. Nein. Und das ist mega wichtig, dass du, wenn du austeilst, dass du darfst vom Publikum aus quasi. Weißt du, wenn du so überkommst und dann gerade so reintatsch ist, wo nicht mehr lustig ist. Ja. Also, was lustig das, ist. Auch. Das finde ich beim Frank geil. Ja, der Frank hat das aber genau angekriegt. Am Anfang ist er zum Teil zu böse gesehen und wenig dahinter. Ja. Blöd gesagt. Und dann hat er eben irgendwann gemerkt, dass er das hier und her kann drehen. Also, weißt du, dass er kann sich sympathisch machen kann. Dann sagt er etwas, wo jenseits ist. Und dann aber der Satz, der danach kommt, relativiert eigentlich wieder das, was jenseits gesehen ist. Weißt? Und das geht immer so hier und her. Ja. Und das ist ja dann auch das Geile, wenn das Publikum nicht mehr weiss, wo es hingeht. Oder? Und das haben wir noch besprochen nach dem bösen Moment. Ich finde es mega geil, was du machst. Weil eben, das haben wir ganz am Anfang von dem Podcast gesagt, du gehst zuerst mit einem eigentlich recht eben, heftiges Statement rein und danach, also du schaufelst, genau, was habe ich gesagt, du schaufelst dir ein Grab. Du gehst immer das Loch immer tiefer und die Leute haben nicht gecheckt, dass du dich dann rausholen willst. In genau, Sinn quasi, genau. Ja. Du schaufelst dir eigentlich ein Grab, aber du kommst dann wieder raus. Ja, genau, und bei einer offenen Bühne so etwas anzubringen, ist brutal schwierig, weil eben die Leute wollen eigentlich einfach saufen und ich behaupte, du kannst ohne einen Joke kannst du bei einer offenen Bühne bestehen, wenn du einfach mega physisch bist und irgendwie jetzt mit den Leuten schwätzt und weißt so. Bestimmt, und so Konzept, eben so etwas, wir gehen zuerst in die Richtung und dann in die Richtung. Das ist wie ein Film. Es gibt oder eine Serie, wo du aufmerksam musst zuschauen. Ja, eben genau das mit dem ADHS-Publikum quasi, eben, wo so tak, 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 tak. Ja, ja. Die Aufmerksamkeit. Ja, böse Mendung ist ein Spezialbeispiel, weil eben die buhen einem ja, die wollen einem von der Bühne buhen, wenn es ihnen nicht wirklich nach 10 Sekunden nicht gefallen. Gibt, ja. Und gefallen ist dann auch noch ein starker Begriff, weil es geht hauptsächlich darum, möglichst einfach berieselt zu werden. Schnell. Das, stimmt, das, ja, das. Das ist so gesagt. Das ist so. Also das ist mein Empfinden. So. Ja, und ich habe eben das Gefühl gehabt, sie haben am Anfang, es war schon lustig, sie, weißt, so, was ich gesagt habe, aber so, wow, hat er das jetzt gerade gesagt quasi und lassen wir ihm das durchgehen quasi. Sie genau. Haben, sie haben aber man nichts gesagt, sie haben einfach nicht gelacht, also in dem Sinne, aber sie haben das war schon mal ein gutes Zeichen für mich, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, logisch. Weil eben, man muss ja dann auch checken, dass das bewusst ist. Oder? Ja, weil auch bei Stand-up verstehen die Leute oft noch nicht, dass was man auf der Bühne sagt, nicht eins zu eins die persönliche Meinung muss sein.
sondern eben eher einen lustigen Blickwinkel auf etwas. Ja, ja eben. Ich wollte ja das Gegenteil bewirken. Ja, logisch. Einfach so. Logisch. Ich würde ja das nie als Privatperson irgendwie so denken. Ja. So Zeug. Also, das meiste, nein. Ja, ja, es ist klar, das ist... Aber es ist genau das, weil es gibt ja auch Filme, wo du bewusst musst schauen, was heisst, frag mich nicht, es muss ja nicht Inception sein, sondern es kann auch schon Breaking Bad. Ja, zum Beispiel Breaking Bad. Ja. Du musst gut aufpassen, dass du immer alles mitkommst. Mhm. Eben Game of Thrones und so Zeugs ist dann halt über Level von, da musst du aufpassen. Und dann gibt es aber auch Zeugs, wo ich genau weiss, kürzlich habe ich wieder einen Trailer gesehen für Big Bang Theory, wo ich so gedacht habe, da kannst du jetzt wirklich einfach sieben Sachen gleichzeitig machen. Absolut. Und dann hörst du ab und zu irgendeinen Spruch, wo du irgendwie so noch halb amüsant findest. Mhm. Voll easy, oder? Und How Met Your Mother ist genau aus. Du musst nicht jede Folge hintereinander schauen, sondern genau. Es ist auch so easy going. Und das ist natürlich eben bei so offenen Bühnen und Böse Mantik noch viel spezieller. Ist das schon extrem. Was sind denn jetzt... Gut, jetzt hast du auch tatsächlich noch ein bisschen machen seit dem Sommer. Ja. Und wenn das dann alles vorbei ist, was ist so der Plan? Du hast den Kiosk und du hast Comedy. Ja, machen wir späte Comedy, yeah. Wie in Berlin. Nein. Ja. Weißt, das gibt es ja dort. Das genau. Ist cool. Das Kiko hat auch schon gesagt, ja, müsst unbedingt, das wäre schon ein cooles Kollege Konzept. Kollege von mir Kiosk. hat das auch organisieren. Der hat mir das vor Jahren einmal gesagt, hey, Comedy im Späti. Das ich finde es super gut. Und ich habe nicht mal gewusst, was ein Späti ist. Weißt, ich so, was ist das? So eine Drogentreff nach der Vierermorgen oder irgendwie so. Dann habe ich gemerkt, das ist ein Drogentreff nach der Vierermorgen. Aber man nennt es halt Späti. Tante Emma-Laden. Ja, genau. Ja, und das ist sehr speziell. Wir sind halt schon auch lange offen und so. Ja. Und von dem her, es ist schon ein bisschen die Atmosphäre, die es dort auch wird geben. Ja, also planst Shows du denn? Nein, ja, gar nicht. Das ist überhaupt nicht. Ich habe keinen Plan in dem Sinn, was Comedy mache ich so weit, wie es geht. Und ich möchte dort auch nicht irgendein spezielles Ziel verfolgen. Vor allem, wo ich erstmal mich selber als Komiker definieren in dem Sinne, dass ich irgendwann mal ein Solo oder was auch immer spielen könnte. Und dass es einfach so mal ein bisschen ich die Person kann werden kann. Also aus eigener Erfahrung, ich habe die Person immer noch nicht. Also, ich habe das Gefühl, die Person findet mehr gar nicht. Also, dass es, ja, dich und darum ist es eigentlich wie, dass du einfach mal ein Open Mic machst, ist eigentlich auch, dass du einfach mal ein Solo machst. Weil, weil erst dann hast du wieder Sachen dazugelernt. Ja. Wo die für den nächsten Solo dann wieder etwas bringen. So. Ja. Ich finde es eigentlich recht wichtig, dass man ziemlich früh ein Solo macht, damit man das, damit man das auch wie auch. Das kannst du immer noch ändern, du kannst immer noch sagen, ich mache Neues, etc. Aber dass man diesen Prozess schon recht früh hat, weil sonst kommst du so in das klassische. Bit für Bit. Ja, wie Varieté früher noch. Weißt du, wo so einfach. Du hast super 10 Minuten. Und früher im Varieté hast du um die Welt reisen mit 10 Kilominuten. Wenn du irgendeine bombastische Jongliernummer gehabt hast. Und ich habe immer besorgt. Natürlich kannst du immer neues Material erarbeiten, aber es bleibt dann halt immer so in dem Rahmen von 10 Minuten in dem Sinn. 10 Minuten. Und auch wenn du 10 Minuten machst, gehst du nie mit einem 10 Minuten Bit raus. Das heißt eigentlich nie, ich mach 10 Minuten nur über das. Also am Open Mic würde ich schon sagen, ich mache, aha, also das neue Material, ich habe nicht immer das neue Material in dem Sinn, oder? Dann gehst du auch. Aber hast du ein Bit, das 10 Minuten ist? Wo du sagst, aha, wo eins zusammenhängende... Allein dort fängst du an, weil du hast nur 10 Minuten, das heißt, ich will ja nicht ein langes Bit machen und dann geht es vielleicht nicht, sondern ich mache einen kleinen Joke hier, dann mache ich da etwas Kleines und vielleicht kann ich das mal zusammenhängen und so. Ja, genau, ich habe das eher so, ich habe alle so abgeschliffen, dass ich die alle zusammenhängen kann, irgendwo, ja, dass 10 Minuten sind. Und bei einem Solo geht auf einmal eine neue Welt auf, weil du dann merkst, aha, das funktioniert vielleicht für 30 Minuten, das funktioniert vielleicht sogar für 45, 60, so, aber auf einmal eben eine lange Geschichte. Und dann Callbacks wo, auch wieder. Ja, drin, eine lange Geschichte, die sich dann auf einmal ausbreiten kann, wo du merkst, aha, ich kann 15 Minuten über das reden oder was auch immer. Weißt, du kriegst dann auf einmal ein anderes Feeling dafür. Ja, absolut. Du kannst das ausdehnen, ohne dass es langweilig tönt in dem Sinn, sondern das kannst du irgendwie alles miteinander verbinden in dem Sinn. Genau. Oder weil sonst, ich finde es auch nicht lustig, wenn
Geschichten so lange Intros, wie sagt man, Prämissen haben. Und dann geht es so ewig lang, bis mal der Joke kommt. Du selber weißt ja schon eigentlich, was der Witz wird sein, ob ich jetzt Komiker bin oder nicht. Aber jetzt zieht es so lang raus. Und dann mag ich gar nicht mehr zuhören. So. Ja, ja. Für eine Spule quasi. Dann erzähl, wie du zu der Pointe kommst quasi. Ja. Wie es so lange einmal geht. Es ist so ein bisschen... Auch der Christoph Fritz, du hast also, der hat das auch... Er ist mega gut, immer stark, einer nach dem anderen jetzt bei Stand-Up. Aber nachher habe ich gedacht so... Vielleicht liegt es eben an der Kameraeinstellung, weil er bewegt sich nicht. Und dann ist so, okay, jetzt geht es langsam ein bisschen lang, finde ich, weißt du. Ja, das sind nur 17, sind es glaube ich, 17 Minuten, oder? Ja, und dann dachte ich so, oh, jetzt ist es irgendwie so lang. Genau, weißt? Aber eben im Solo läuft er einmal zur Gitarre und so. Aber das ist etwas Krasses, das hat eine hohe Power. Ich meine, hast du mal Marc Maron gesehen? Marc Maron, ja, ich weiss, der mit Bart und... Ja, ja. Bartbrille, da habe ich mal live gesehen, LA. Der hockt wirklich immer auf dem Stuhl. Der macht nichts anderes, der hockt auf dem Stuhl. Und in seinem neuesten Special steht er irgendwann auf und läuft auf der Bühne rum. Und alles und, aber es ist wirklich, es kriegt durch das kriegt es einen mega Impact. Weißt du, wo ich nie würde erzeugen. Ich bin die ganze Zeit irgendetwas am machen auf der Bühne, oder? Ja. Dort, ich hole den Impact, indem ich mal zwei Minuten stillstand. Ja, das klingt so blöd, aber es ist wirklich so, dass eigentlich geht es ja nur um Dosierung, oder? Ja, und auch eben, um quasi Kameraeinstellung mal zu ändern, quasi fürs Publikum in dem Sinn, oder? Das macht sicher mega viel aus. Ein Kollege habe ich jetzt gesehen mit Solo und wegen Covid hat es mir so ein Stück sein. Ah, Unipau, ja. Also es ist der Charlie gesehen, es ist super gesehen. Ah, bin ich auch geschaut im Plaza. Im Plaza? Und der hat auch ein Stück gespielt, oder? Yes. Also, und was noch spannend gesehen ist, das Programm, das habe ich ja schon ein paar Mal gesehen, und das verhebt sowieso, und es ist mega geil. Das ist mega top. Es ist ohne Pausen, aber ist 90 Minuten Energy, wo wir dann darüber geschwätzt haben und gesagt haben, eigentlich, wenn du wüsstest, dass du 90 Minuten am Stück spielst, würdest du irgendwann mal etwas Ruhiges einbauen. Aber es ist nicht für das konzipiert, weil es ist eigentlich konzipiert für 2x45. Ja, aber nicht, weil du sagst, ich glaube, wir haben Pause gehabt im Fall. Bei uns war nur Pause. Okay. Das langt, weil wenn du eine kurze Pause hast, die kann 5 Minuten sein, dann kann der Zuschauer sich schnell resetten. Ja. Toilette, Zigarette, was weiß ich, schneller Drink, irgendetwas, oder? Einfach kurz mal schnell eben auch im Kopf Pause machen. Ja, durch das bist du nach der Pause gerade viel frischer, wieder dabei, bist wieder aufmerksam. Ich meine, darum geht ja in der Schule, wie lange geht das? Eine Stunde? Geht ja eigentlich 45 Minuten. Und 5 Minuten Pause ist eigentlich immer. Voll, das ist schon so, ja. Und dort habe ich es dann gemerkt, es ist am Stück gesehen und dann ist es einfach nur Energy, oder? Weil das ist der Charlie. Der Charlie hat immer Energy. Ja. Und bei ihm hat es eben, klar ist es jetzt nicht für das konzipiert, aber hat es, wenn du am Stück spielst, hat es Sinn gemacht, mal nehmen, eine Minute irgendwie ein bisschen zu entspannen. Halt wie eine Pause, oder? Ja. Und da gibt es ja x Versionen. Also, beim Open Mic ist es das gleiche Prinzip. Für mich ist es mega wichtig, wenn ich dran komme, in dem Sinn. Also bestimmt nicht nach dem Hamza. Aber weil dann ist halb zwei am Morgen. Ja, und vor allem, er beansprucht die Leute so mega. Das ist auch cool. Aber nachher brauchst du erstmal so eine Pause in dem Sinn. Ja, ja. Das ist ja absolut okay. Und ich wollte aber, ich bin viel lieber Erste als der kurz vor der Pause oder so. Ich find, vor der Pause finde ich recht geil. So? Ja. Erste nach der Pause ist auch recht nice. Das finde ich auch wieder okay, ja. Also das ist zum Beispiel beim Quatsch Comedy Club ist das immer der Newcomer-Spot, weil sie sagen, das ist der Beste. Ja. Weil eben die Leute vor der Pause zurückkommen, frisch sind, aber sie haben schon Comedy gesehen an dem Oben. Ja, und eben der Erste ist schon gut gewesen, also ist schon aber, safe gewesen. Aber Erste, mit einem Open Mic ist es vielleicht besser, aber Erste sonst ist schwierig. Weil, wenn jemand moderiert, der grossartig ist, dann sind die Leute schon fast enttäuscht, dass die Moderation jetzt geht, weißt, und ein neuer Künstler auf die Bühne kommt. Wenn die Moderation nicht so gut ist, dann kannst du viel gewinnen. Mhm. Dann,
dann läuft es eigentlich, wie sie sind eben irgendwie, sie sind recht schnell aktiv, also abzuholen, ja. So, oder? Aber wenn ich, wenn ich in Deutschland spiele und zum Beispiel der Schulte Loh moderiert, das ist wahrscheinlich der beste Crowdworker. Der schwätzt mit dem Publikum, der hat jahrelang in England hat das gemacht, der weiß auf genau, wie es läuft, oder? Dann weiß ich, ich schwätze keinen Satz mit dem Publikum. Weißt du, weil er von da, er macht irgendwie 10 Minuten und hat dort irgendwie schon herausgefunden, dass der Zahnarzt ist und irgendwie sie mal operiert hat vor 15 Jahren. Oder was weiß ich, weißt du? Ja. Und das ist schon ein mega Ding, wow, oder? Voll. Dann musst du komplett in die andere Richtung gehen und nicht, ah, oh, ich schwätze jetzt auch noch ein bisschen mit dem Zahnarzt. Und was, wo hat er genau gebohrt? Nein, sondern ich gehe dann einfach straight in kurze, satte Jokes, bam, 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 um irgendwie die Facette einerseits dem Publikum zu zeigen und andererseits auch seine Ruhe. Sie so zu holen, quasi. Und dann hast du ein paar anderes, wo moderiert, wo eben mehr Jokes erzählt oder was weiß ich. Dann, als Erste, komme ich und fange an, mit dem Publikum zu schwätzen. Okay. Weil dann lässt sie auch in die Welt rein und dann machst du sie mit so. Eben, zum Beispiel der Sven Ivanic, der ist ja eine Bombe, das ist ja eine Bombe im Crowdwork, oder? Ja, das ist ja eine Sache. Nach dem Herbst hatte ich einen Auftritt mit ihm. Er war vorletzter, ich war letzter. Und dann hat er geht auf die Bühne und nachdem er irgendwie 2 Minuten mit den Leuten geredet hat, habe ich gewusst, okay, 5 Minuten Crowdwork oder so, komplett gestrichen. Habe meine Setliste angeschaut, habe noch irgendetwas dazu da, das mache ich auch noch. Weil das bringt nichts. Also weißt du, ja, lieber lässt dann in dem Moment das sein. Und er hat es eh Killer gemacht. Also da kannst du immer dran ändern. Genau. Hat er auch verdient, den Moment. Und du würdest eigentlich nur. Alles, den Gesamteindruck dann quasi. Genau, wieder so. Du würdest eigentlich nur schmälern, oder? Das stimmt. In Olten bin ich, da habe ich Sven das erste Mal gesehen. Ja. Und die ersten zwei so sind so ein bisschen gut gewesen, alles so. Aber dann ist der Sven immer nicht gekommen. Und ich bin dort gerade erst richtig. Ich war bereit, wie zuvor an mein Zeug angeschaut und so. Und du kommst dort in den Raum rein und die Leute so am Lachen. Und, das. Und ich so, oh mein Gott, die Leute, wir sind vorher noch ganz andere Leute gewesen, in dem Sinn und so. Und ja, ey, das ist, die sind ausgerastet, so eine Frau, die Frau hat mit ihr geredet und so. Und die ist boah, so lachen, weißt du, so richtig laute Lacher, die du vorher nicht gehört hast bei den anderen. Auch Lacher, aber nur so. Und bin so völlig ausgerastet. Nachher, ich gehe so zu ihm und ich so, wow, das war krass gewesen gerade. Er so, schon, findest du? Und so, merci. Ich so, ich muss gerade auf den Zug. So, fuck, jetzt mein Zeug schauen sollen. Klassiker. Das war urkrass gewesen, ey. Mega eindrücklich. Aber darum macht es wirklich mega viel aus. Auch nicht nur die Position, sondern was ist davor passiert, oder? Ja. Weil das stimmt, aus der Sicht des Zuschauers, die überlegen sich das ja alles gar nicht. Die überlegen sich ja nicht, wer ist zuerst, wer ist danach, warum ist die Person zuerst. Die wissen ja nicht, wie lange jemand spielt. Kein Gefühl. Das ist schon so. 5 Minuten oder 20 Minuten, sie haben das Gefühl, bei jemandem ist es länger gegangen, bei jemandem ist es weniger lang gegangen. Aber oft auch wegen dem Gefühl. Ja. Du hast eine Chance gehabt, wo alle gleich lang spielen und sich auch an Zeit halten. Also es sind gewisse Nicht-Auftreten, die wir heute schon genannt haben. Und dann sagt er, boah, aber ey, bei dem und dem ist ja sehr lang, der hat ja sehr lang gespielt. Genau, ja. Der hat gleich lang gespielt wie... Weil jeder andere auch, ja. Und sie und... Das stimmt, also es kann sehr lang gehen, so etwas, wenn jemand spielt. Also, eben aber dann nicht vom Gefühl her, sondern von der Lacher her, du so, fuck, er hört nicht auf, er hört nicht auf. Und das habe ich sicher auch so gemacht, so... Eigentlich lange jetzt so, eben, grab dich nicht tiefer, sondern gang raus. Weil das ist ja dann bis am Montag auch so gewesen. Ich so, kann will anfangen, mich rausholen und so, okay, mein Name ist Jan Kelly, danke. Ja, irgendwann musst du auf die Lohn, oder? Ja, voll, das ist so. Gut, wenn der Devil moderiert. Eben, er ist halt. Er ist jenseits. Ja. Bist du mal Rampensau gesehen oder hast du jetzt einfach mal den bösen Mendung gemacht? Ich will den nächsten Mendung dann gehen, aber bin ich nicht gegangen. Also, Rampensau musst du unbedingt mal gehen, Casino Theater Winterthur. Das ist so wirklich, also ich hatte den Devil schon ein paar Mal vor, ja, ein paar Mal, ja, zweimal vielleicht oder so, 2-3 Mal vorher gesehen. Und dann hat man mal geschrieben und gesagt, komm mal in die Rampensau und so. Und dort habe ich ihn dann so richtig in seinem Element gesehen. Also weißt du, das ist so, böse Mantik,
eben, dann muss er auch noch ein bisschen die Leute stillkriegen dazwischen und so, aber in der Rampensau, das ist wirklich einfach die C-Show. Sie wird unterbrochen von 10 Leuten, die offene Bühne machen. Also, ja, wirklich. Okay. Und es geht episch lang und wirklich, du hast zum Teil, ich bist zum Teil dort hinten parat gesehen und er sagt, so, jetzt kommt ein. Und dann hast du das Gefühl, also, vielleicht noch 10 Sekunden. 20 Minuten. Hey, wirklich episch lang, aber nie, weißt du, nie, dass jemand das Gefühl hat, das geht jetzt zu lang. Okay. Sondern wirklich einfach, der kreiert dann aus dem Nichts, kreiert der ganze Nummern. Das glaube ich, weil das Reben wäre. Der hat etwas improvisiert, so einen kennengelernt. Die letzte Geschichte, dann hören wir langsam auf. Also letzte Geschichte von mir. Du musst noch ein paar Kiosk-Geschichten erzählen. Und zwar, ich habe ihn kennengelernt, erste Show Comedy in Madeleine, wo es das noch gegeben hat, in Luzern. Dort habe ich. Hast du mal gespielt in Madeleine? Ja, mit Kiko. In Madeleine, ja. Ah, hat er Solo gespielt? Oder ist es nichts Show gesehen? Nein, hat Solo gespielt. Solo, ja. Ja. Das schöne Theater. Ja, es ist kein Theater. Also, aber einfach mit höherer Bühne und so. Was ist es gesehen? Entweder ist es ein Porno-Kino gesehen, natürlich auch. Das Porno-Kino und jetzt ist es hauptsächlich Bar/Club. Und früher hat es dort Mixed-Shows gegeben. Okay. Und eben Solo machen sie, glaube ich, noch. Er hat gerade dort. Aber ja, Mixed machen wir mittlerweile im Parterre in Luzern. Ah, ja. Aber dort, wo das losgegangen ist, das ist gesehen. Noch im 14. Irgendwie Herbst 2014 hat der Johnny Byrne moderiert, hat den Deville und mich eingeladen. Ah. Und dort sind wir noch oben, sie haben noch müssen sitzen, über der Bühne. Weißt du, die komische Estrade, die es gegeben hat. Über der Bühne, ja. Oben, dort, wo so das Licht und so zieht. Ja, wo so Licht jetzt. Und so irgendwelche Puppen, ja, keine Ahnung, was alles ist. Oder? Und ich hocke so mit ihm dort oben und dann hat irgendwie, schwätzen wir so ein bisschen. Und genau, es ist hundertprozentig 14 gesehen, weil ich bin dort noch nie auf meine Weltreise. Und irgendwie sind wir auf das gekommen, also was machst du? Und ich so, ja, jetzt mache ich noch irgendwie so ein, zwei Monate. Radio und tritt noch ein bisschen auf und so. Und danach hat Verreise. Und also, aha, wo gehst du denn hin? Und danach hat ich weiß nicht mehr, wie es entstanden ist. Ich habe irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich muss zuerst von Basel auf Zürich fahren, weil ich von dort aus den Flug habe auf Bangkok. So. Und er aber irgendwie hat verstanden, ich fahre einfach von Basel auf Zürich. Ja. Für eine Weltreise. Ja, kein Halbtags, ist schon teuer. Ja, eben. Und das hat er recht lustig gefunden. Und dann hat er, ohne Scheiß, etwa 3 Minuten später ist der Auftritt gesehen. Und dann geht er auf die Bühne und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Irgendetwas von wegen, ja, es sei so schön da zu sein und so. Und er sei jetzt auch länger ein bisschen weg gewesen. Ja. Er hat einfach mal ein bisschen Auszeit haben, weg vom Ganzen und so. Ja. Er sei mal auf Basel gefahren. Und es war so toll, mal eine andere Kultur kennenzulernen. Wie die Menschen, die sind mit so wenig zufrieden. Und er hat nicht mehr aufgehört. Es ist Wahnsinn gewesen. Und er hat 5 Minuten gemacht und es hat absolut gekillt. Und dann, wo er das nächste Mal gesehen hat, übrigens, das Basel-Zürich-Ding, das habe ich jetzt im Programm, super geil. Ich so, wow. Zu gut. Wow. Das ist einfach aus dem Nichts. Und in der Rampensau, der könnte 100 Programme füllen mit dem Zeug, das er dort zum Teil rauslässt und was er dort alles macht. Einfach aus dem Moment raus. Und darum ist es eben auch so geil, weil es ist Live-Comedy. Ja, es eben, ist eben genau das. Und das ist crowd working. Einmalig, du siehst es an dem oben, nie mehr, du hast es erlebt. Mhm. Und das ist so, das finde ich auch das Schönste an Kunst an sich. Es ist dann, es hat 90. im Positiven so etwas Vergängliches. Es ist einfach, für den, dort hat es gestimmt. Absolut, ja, das ist schon so. Zum Teil, allein wenn du ein altes Lied hörst, wo dir damals gefallen hat, denkst du manchmal, ich hätte es lieber nicht gehört. Weil für dort damals ist perfekt gewesen, weißt? Und wenn ich es jetzt höre, denke ich, das ist ja gar nicht so gut produziert. Und, das klingt dann komisch. Und das habe ich toll gefunden. Ja, und ich glaube, gerade bei Live-Erlebnis ist es einfach so, wow, so wenn ich es jetzt erlebe, stimmt es, es ist mega geil. Und ich würde es als Erinnerung drin haben. Und das ist, finde ich, auch 100-mal mehr wert als jedes Viertel, wo du an dem Moment, darum das Konzert oder Viertel und so. Nein, du schaust lieber so, anstatt das Ganze aufnehmen. Wenn ich Musik los von jemandem, wo ich mal an einem Konzert gesehen bin, dann denke ich jedes Mal an das Konzert zurück und oft mit positiven Erinnerungen, sonst höre ich die Musik meistens nicht. Aber es ist so. Ja, dann bin ich so, wow.
mega geil, das Konzert. Und ich muss kein Foto davor haben, ich muss kein Video davor haben, sondern ich weiß noch, dass es geil war. Und gewisse Songs sogar, weißt du, machen sie in einer speziellen Version. Und ich wünschte mir, ich hätte es, aber ich würde es nie haben. Ja, das ist ja auch richtig so. Und das ist ja. Ja, das ist schon so. Da, sonst wäre es nicht das Gleiche. So, fast 2 Stunden. Wow. Ja, siehst du, geht schnell. Ja, voll. Es geht schnell. Krass. Nur noch schnell, was machst du, um dich gut zu fühlen? Ja, ich habe mit 14 dort angefangen. Nein, um mich gut zu fühlen, das habe ich mir auch überlegt. Es ist schwierig zu sagen. Ich fühle mich oft gut, in dem Sinne, es ist... wie soll ich sagen? Ich fühle mich wohl in meiner Umgebung, eben zu Hause, sage ich jetzt mal. Das ist so. Aber ich tue, wenn die Leute sich rundherum wohlfühlen, würde ich sagen, ich tue gerne in gute Vibes ein. Also ich tue gerne versprühe gute Gefühle in dem Sinn. Und auch, einfach eben auch der Moment, der zählt quasi. Es ist so, ich kann es nicht richtig sagen, ich bin ein positiver Mensch eigentlich. Das ist ja gut. Ja, aber es ist so. Aber ich glaube, darum finde ich das so lustig, weil wenn eben wir im Sommer vor der Longstreet gesessen sind, ich hab das geiler gefunden als die ganze Show nachher. Ja, das war Ding, wir noch gesehen, der Cenk ist noch gesehen, ich glaube, der Tim ist auch schon dort gesehen. Bei der Longstreet? Dem Abend, meinst du? Ja. Stimmt, der Cenk ist nachher gekommen und der Tim auch. Stimmt, ja. Und der Reto ist gerade bei dir am Podcast gewesen. Der Reto Jost und alle, genau. Die sind irgendwie oft so, wir sind zusammen draußen gesessen und haben einfach gelabert. Mhm. Und wir haben es so lustig gehabt. Natürlich eben auch, weißt du, alle ein bisschen lang sich nicht mehr gesehen, Lockdown und so weiter und so fort. Und darum verstand ich absolut, was du meinst. Du bist dann einer, der in sich in solchen Situationen wohlfühlt und danach hat fließt. Ja. Und ja, das sind dann eben auch so Momente wie Live-Comedy, wo du einfach so zurückdenkst und das ist mega geil. Ja, so. Ich weiss, der schon immer auch den Abend noch. Das ist so. Auch der Cenk hat auch sehr gut in Erinnerung. Ich habe meinen ersten, sorry noch schnell. Ja, erzähl. Das ist dort, wo ich ausgeteilt habe. Das erste Mal habe ich Witz ausgeteilt. Ja. Und der Cenk ist dort ganz hinten irgendwo im Publikum gewesen. Und ich habe Cenk immer so sehr gut gefunden. Oder? Mhm. So, wow, der hat so einen anderen Humor als ich je gesehen, als in dem Sinn. Was er gebracht hat. Voll. Nachher er so, hey, huere gut gsi, brava, du hast wohl verstanden und so. Und dann dachte ich, ja Mann, ich habe Comedy verstanden, jetzt geht's und so. Das ist auch ein wichtiger Moment gewesen. Und ich dachte, wow, huere geil. das sind sie, das sind die Momente, wo für das machst du es. Und bei dir ist so, ich sehe dich das erste Mal so, Kontiki, und du bist so, da war ich so, fuck, ich muss ihm sagen, ich höre einen Podcast und so. Ich so, hey, geiler Podcast. Und ich bin mega Fan und laufe so weg. So. Yes, stimmt. Das hat mich sehr gefreut. Cool. Doch, ich glaube, du bist der erste Mensch, der mich jemals auf meinen Podcast angesprochen hat. Ja, ja, weil wann ist das gesehen? Januar oder so? Ja, das ist, also dann haben wir da 3 Monate gemacht. Ja, voll. Das kann auch sein. Aber von dir habe ich schon gehört, weil du bist eben schon in einer Show gebucht worden. Vom Team. Ja, genau. Das hat dann auch der Cenk irgendwie... Durch das durch irgendwie so voll. Ja. Drum, fang mal an am Solo. Überleg mal, was du machst. Ja. Keep going. Danke, ja. Ich freu mich auf die nächsten Auftritte, egal wenn er rauskommt. Ich finde es immer geil. Ja, im März. Spätestens, oder? Ja, wenn es klappt, ja. Ja, stimmt. Ja. Wo sind wir denn? Bei dir im Balz. Sensationell. Sensationell. Ja, also, noch so gern. Ich hoffe sehr. Und alles Liebe. Ebenso, danke vielmals. Bis bald. Bis bald. Peace. Tschüss. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnacht. Baba. Ich bin Single.